gut, technisch auch. Aber du ja vorher war nicht drauf bin. Genau. Ja. Anschließend. Doch, Christian. Mhm. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Werner Mumm, ich bin Direktor der Wiener Arbeiterkammer. Ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Das ist der Start einer neuen Veranstaltungsreihe, die wir gemeinsam als Arbeiterkammer Wien mit der Stadtzeitung der Falter machen. Dafür danke ich vor allem auch dem Herausgeber, Chefredakteur Armin Thurnherr. Ziel dieser Veranstaltung ist, wofür der Falter steht, wofür auch die Arbeiterkammer steht, einen lebhaften Beitrag zum politischen, gesellschaftspolitischen Diskurs in unserer Stadt zu geben. Und da, glaube ich, war auch die Idee, den Titel Stadtgespräch zu nennen, eine hervorragende. Und damit bedanke ich mich bei der zweiten Person, die sehr wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir das zustande gebracht haben, Herrn Peter Huemer. Herzlichen Dank. Und ich glaube, gemeinsam haben der Falter und wir große Freude, dass wir so einen großen Besuch und für unseren Staat haben. Und dafür danke ich der Hauptperson des heutigen Abends, Herrn Jean Ziegler. Und ich bitte und wünsche uns allen einen sehr, sehr interessanten Abend. Dankeschön. Jean Ziegler, Professor für Soziologie an der Universität Genf und an der Sorbonne in Paris, durch viele Jahre Mitglied des Schweizerischen Parlaments für die Sozialdemokratie, jetzt UNO-Sonderbeauftragter für das Recht auf Nahrung und Autor vieler aufregender Bücher. Das zuletzt erschienene ist dieses, das Imperium der Schande, der Kampf gegen Armut und Unterdrückung. Der Verlauf des Abends wird so sein, dass zunächst Jean Ziegler referieren wird, seine Thesen, dann wird es ein Gespräch zwischen uns beiden geben und dann werden wir uns freuen, wenn Sie sich im Rahmen des zeitlich Möglichen auch an diesem Gespräch mit Fragen beteiligen werden. Aber zunächst einmal Jean Ziegler ans Podium. Ich danke, meine Damen und Herren, Herr Präsident, ich danke Ihnen herzlich für die Ehre, die mir zuteil wird, mit Ihnen zu diskutieren. Ich danke der Arbeiterkammer, ich danke dem Herausgeber vom Falter und ich danke Peter Huemer, mein alter Freund und Kritiker leider, dass er auch da heute bei uns ist. Ich danke Ihnen herzlich für diese freundliche Einladung. Das Thema des Abends, ich danke auch Herrn Fester für die sehr gute Vorbereitung. Ich hätte nämlich nicht kommen wollen, aber er hat mich
Sonntagmorgen um Mitternacht angerufen und jetzt bin ich sehr froh, hier zu sein. Das Thema des Abends, das mit der Arbeiterkammer und dem Falter diskutiert wurde, ist das tägliche Massaker des Hungers. Wo ist Hoffnung? Das scheint eine total esoterische Themenstellung zu sein, mitten im imperialen Wien. Aber es ist nicht so. Bei Kafka steht der merkwürdige Satz, weit, weit weg von dir geschieht die Geschichte der Welt, die Weltgeschichte deiner Seele. Kafka, die Weltgeschichte deiner Seele. Und bei Immanuel Kant heißt es, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Deshalb ist dieses Thema heute Abend ein Thema von großer, für uns alle persönlicher Aktualität. Ich möchte in dieser halben Stunde, die ich zur Vorstellung der Thesen des Buches Das Imperium der Schande zugestanden bekommen habe, nach langen Diskussionen, möchte ich drei Serien von Bemerkungen machen. Zuerst einmal Hunger, die Bestandesaufnahme. Was ist dieses Massaker? Woher kommt es? Wie entwickelt es sich? Warum? Dann die Weltordnung, die mörderische und gleichzeitig absurde Weltordnung. Warum auf einem Planeten, der zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit von Reichtum überquillt, warum dieses Massaker, die Weltordnung und dann, wo ist Hoffnung? Erste Serie der Vorbemerkungen, die Bestandesaufnahme, Sie kennen die Zahlen, World Food Report, jedes Jahr im April kommt der heraus von der FAO, dieser Spezialorganisation der UNO, 100.000 Menschen im Jahr 2005 sind jeden Tag am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen gestorben. Alle 5 Sekunden ist ein Kind unter 10 Jahren verhungert, alle 4 Minuten hat jemand das Augenlicht verloren wegen Vitamin A-Mangel und 856 Millionen Menschen letztes Jahr, 2005, sind schwerst permanent unterernährt gewesen. Also keine Arbeit, kein Sexualleben, kein Familienleben, verkrüppelt von Hunger. Das macht ein Mensch auf 6 auf diesem Planeten. 2004 waren es noch 842 Millionen schwerst permanent unterernährter Menschen, also 14 Millionen mehr in einem Jahr. Und derselbe World Food Report, der die Opferzahlen gibt, sagt, dass die Weltlandwirtschaft im heutigen Entwicklungsstadium ihre Produktionskräfte ohne Problem, das heißt 2700 Kalorien erwachsen sind für uns per Tag, ohne Problem 12 Milliarden Menschen ernähren könnte. Praktisch das Doppelte der Weltbevölkerung. Wir sind 6,4 Milliarden. 12 Milliarden könnten ohne Problem beim heutigen Stand der landwirtschaftlichen Produktionskräfte ernährt werden. Das heißt, es gibt keine Fatalität. Ein Kind, das heute, und es werden viele sein, bevor wir die Diskussion abgeschlossen haben, am Hunger stirbt, das wird ermordet. Das wird ermordet. Die Weltordnung, so wie sie heute ist, von der ich dann reden werde in der zweiten Serie von Bemerkungen, die ist nicht nur mörderisch, sondern sie ist auch absurd. Sie tötet, aber sie tötet zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ohne Notwendigkeit. Jetzt, so, wer am Hunger stirbt, das ist eindeutig, univoc, wie man auf Französisch sagt, das ist univoc. Die Kausalitäten, die zu diesem täglichen Massaker führen, sind sehr kompliziert, ist sehr vieldeutig, ganz verschiedene Kausalstränge, die sich überschneiden. Wenn man am Hunger stirbt, geht das folgendermaßen vor sich. Ein Mensch kann 3 Minuten ohne Luft überleben, kann 3 Tage ohne Wasser überleben, und kann, wenn er einer von uns ist, also gut genährt und in guter Form, kann ungefähr 3 Wochen ohne Nahrung überleben. Bei den 4,8 Millionen Menschen, die in einem der 122 Entwicklungsländer leben, sind die Unterernährten so zahlreich, dass diese Zahlen, die 3 Wochen, wo man aushalten kann, natürlich heruntergesetzt werden müssen. Der Körper braucht zuerst die Zucker, dann die Fettreserven auf. Dann werden
setzt der Zerfall des Immunsystems ein, etwa nach 4 Tagen. Die Person wird lethargisch. Dann kommen die Durchfälle, die Auszehrung, die Mundparasiten, die Infektionen der Mundpartien, der Atemwege. Das verursacht dann ganz schreckliche Schmerzen. Dann beginnt der Raubbau an den Muskeln. Und dann kommt der Tod. Das ist absolut eindeutig. Von Bangladesch nach Honduras, von Haiti in die Mongolei, das ist eine absolut eindeutige Folge von zerstörerischen Ereignissen, die vom Hunger ausgelöst werden. Die Kausalitäten, ich sage es noch einmal, sind unglaublich verschwunden, verkompliziert. Ich bin ein Journalist, kluger Journalist, heute Nachmittag im Hotel, ich sage, wer sind denn die Mörder? Diese Frage will ich jetzt phänomenologisch beantworten. Ich sage einfach einige dieser Kausalitäten, die den Hunger, dieses tägliche Massaker produzieren, rein phänomenologisch, also ohne sie zu hierarchisieren. Eine ist ganz sicher die Auslandsverschuldung der Länder der Dritten Welt, der 122 Entwicklungsländer, die am 31. Dezember 2005 eine Auslandsverschuldung von 2.100 Milliarden Dollar gehabt haben. Da bleibt praktisch bei den allermeisten überhaupt gar kein Geld für jegliche soziale Investition, für jede Infrastruktur, Irrigation, Dünger und so weiter. Die Auslandsschuld, die tötet. Dann sicher die Agrarpolitik der OECD-Länder, also der Industrieländer. Letztes Jahr haben die Industrieländer zusammengenommen für Bauern, für ihre eigenen Bauern, die in der Schweiz sind es 3,8%, ich weiß nicht, in Österreich 4%, 5%, in Frankreich sind es knapp 4%. Für diese Bauern haben die OECD-Länder 349 Milliarden Dollar an Produktion und Exportsubventionen bezahlt. Fast 1 Milliarde Dollar pro Tag. Wenn Sie heute in Afrika sind, ich nehme Dakar immer, der größte Markt von Westafrika, die Sandaga, die Sie sicher kennen, dieser wunderschöne, unglaublich farbige Markt auf dem Cap Vert, also mitten in Dakar, können Sie französisch, italienisches Gemüse, portugiesisches Gemüse, Früchte und so weiter zu einem Drittel und zur Hälfte des Preises der einheimischen landwirtschaftlichen Produktion kaufen. Das heißt also ganz konkret, dass der Wolof Ducouleur oder Pöhlbauer in Rüffisk oder Thiesville, also gerade in der Vorstadt von Dakar, der 15 Stunden im Tag mit seiner Frau, mit seinen Kindern unter brennender Sonne sich abrackert, der hat nicht die geringste Chance, ein Existenzminimum zu erarbeiten. In den 53 Ländern, Staaten des afrikanischen Kontinentes und seiner Inseln ist die Unterernährung zwischen 1995 und 2005 hat sich mehr als verdoppelt, von 91 Millionen Menschen auf über 200 Millionen Menschen. Dann die Nahrungsmittelbörse von Chicago, Sie wissen das, das können Sie in jeder Zeitung sehen, jedes Nahrungsmittel der Welt hat einen Börsenpreis. Die Commodity Stock Exchange von Chicago, also die Nahrungsmittelbörse von Chicago, Hirse, Korn, Hafer, alles hat Reis, hat einen Preis, wird börsentechnisch erhandelt mit der Profitmaximierung, mit den Hedgefonds, mit den Termingeschäften und so weiter und so weiter. Von den 53 Staaten Afrikas sind 37 weltmarktabhängig zu normalen Zeiten, das heißt also 53 Staaten. Auf Französisch sagt man la jointure zwischen die Vorräte dauern meistens nicht bis zur nächsten Ernte. Rein strukturell in normalen Zeiten, ohne Heuschrecken, ohne Katastrophe wie jetzt in Somalia, Nordkenia und Ostäthiopien, also ohne dieses konjunkturelle Massaker. 37 Staaten sind weltmarktabhängig, müssen, wenn der Vorrat zu Ende geht, bis zur neuen Ernte auf dem Weltmarkt einkaufen. Der Mais heute, ich nehme das Beispiel Sambia, wo eine ganz schlimme Situation ist, heute in die Regierung von Lusaka muss Mais kaufen. Und zwar Zehntausende und Zehntausende von Tonnen Mais, um die Jointure, um diese Übergangsperiode
zu meistern. Jedermann isst von morgen bis abends Mais, das ist ganz furchtbar in Sambia, wenn Sie da einmal reisen, am Morgen gibt es Porridge, dann Fladen um Mittag und Brei am Abend, immer nur Mais. Gut. Wenn der Maispreis hoch ist wie heute, dann heißt das, dass die Regierung von Lusaka einfach nicht die genügende Menge Mais kaufen kann, um die Bevölkerung durchzubringen. Da tötet der Weltmarkt, da töten 7 große multinationale Gesellschaften und Bankhäuser, die den Commodity Stock Exchange von Chicago beherrschen. Dann gibt es, das sind alles Beweise, dass es keine objektiv unabwendbaren Gründe gibt, dass das alles menschengemachte Gründe sind des Hungers. Ich komme dann darauf zurück. Ich könnte, aber es gibt dann, wenn Sie weitergehen wollen, wenn man sagt, im Niger 1700 Kilo ist die Getreideernte pro Hektar, zum Beispiel im Sahel heute, im Niger. In der Beauce, in Frankreich oder im Schweizer Emmental geht es gegen die 6000 Kilo pro Hektar. Da könnte man auf den ersten Blick sagen, ja, sehen Sie, klimatische Verhältnisse, objektive Verhältnisse und so weiter. Auch das stimmt wiederum nicht. Wir sind immer noch im menschengemachten Massaker, weil zum Beispiel im Niger, Norden Burkina Faso und Norden Mali, da sind die größten Süßwasserreserven der Welt unter der südlichen Sahara. Und es gibt ganz konkrete Weltbankprojekte, die nie finanziert werden konnten. Eines für den Niger sage ich, 430.000 Hektar sollten bewässert werden. Vor 12 Jahren war das Projekt ausgearbeitet worden mit Brunnen, die etwa 50 Meter tief sind. Das ist nicht tief für die Sahelzone. Es kann gemeistert werden mit einer relativ einfachen Technologie. Das Geld ist nicht da. Wenn der Hunger kommt, die Heuschrecken kommen, wenn die Produktivkräfte nicht ausreichen, wenn es keine Irrigation gibt, die es geben könnte, dann sterben die Menschen. Also die berühmte positivistische von der amerikanischen Soziologie immer wieder vorgeschobene Erklärung, es gibt auf der Welt 111 Millionen Quadratkilometer Erdoberfläche, also ohne das Packeis und etwa über 330 Millionen Quadratkilometer Wasser, also viel mehr Wasser. Gut, auf die 111 Millionen Quadratkilometer Erdoberfläche sind nur 32 Millionen total geeignet für die Nahrungsmittelreproduktion. Und die meisten dieser Oberfläche, dieser 32 Millionen, die total chemisch, meteorologisch und so weiter geeignet sind für die Nahrungsmittelproduktion, sind in der nördlichen Hemisphäre. Das stimmt. Da könnte man mir entgegenhalten und sagen, also das ist ein objektives Problem. Das Getreide wächst in Kanada, in der Ukraine und so weiter und so weiter und eben nicht in, nur ganz, ganz dürftig in der Sahelzone zum Beispiel. Aber noch einmal gesagt, und ich insistiere darauf, es ist ein Problem der Investition, der Mittelverteilung. Technologisch ist das geregelt. Ich war kürzlich in Bangladesch, um einmal nicht die Trockenheit zu nehmen, sondern die Überschwemmungen bei jedem Monsun, 60 oder mehr Prozent wird überschwemmt. Bangladesch ist ein 110 Millionen Menschen, das ist ein Delta vor der Himalaya, wenn man es schnell sagen will, vor der Himalaya-Kette mit 12 riesen Flüssen, die in den Golf von Bengalen gehen, bei Chittagong. Der Ganges und der Brahmaputra sind die zwei größten. Im Büro des Hydraulikministers sind alle Pläne aufgezeichnet, wie man diese 12 Flüsse meistern könnte. Das ist technisch gelöst, es ist hydraulisch gelöst, wie man die Überschwemmungen kontrollieren könnte und so weiter. Also wie man Tausende von Menschen jedes Jahr bei jedem Monsun retten könnte. Das Geld ist nicht da und es geschieht nichts. Und Sie werden beim nächsten Monsun wieder die Schreckensnachrichten aus Bangladesch sehen. Jetzt bin ich zu Ende mit der ersten Serie, Peter. Siehst du, ganz diszipliniert. Mit der ersten Serie. Bestandesaufnahme, vielfältige Kausalität. Keine dieser Kausalitäten ist objektiv begründet.
die zweite Serie. Die erste Menschenrechtserklärung ist die amerikanische, das wissen Sie so gut wie ich, vom 4. Juli 1776. Zwei Hauptredaktoren, Jefferson und Benjamin Franklin. Und da drin steht der erste Satz: Wir halten folgende Wahrheiten für unumstößlich, im Original self-evident. Alle Menschen wurden in Gleichheit erschaffen. Der Schöpfer hat ihnen unveräußerliche Rechte gegeben, die da sind. Das Recht auf Leben, das Recht auf Freiheit, das Recht auf das Streben nach Glück. The pursuit of happiness, the right to the pursuit of happiness. Also eine Gesellschaft, ein Staat kann kein anderes Ziel haben als das gemeinsame Glück, also die Möglichkeit des Strebens nach Glück, gemeinsam und individuell, aller Menschen, die auf seinem Territorium leben, zu organisieren. Und dann in dieser Unabhängigkeitserklärung, wo der Menschenrechtskatalog am Anfang steht, ganz realistisch, ganz amerikanisch wird gesagt, und wenn das die Regierung nicht tut, dann muss man sie umstoßen und eine andere einsetzen. Wenn eine Regierung, was immer auch ihre Form sein mag, sich von diesen Zielen entfernt, hat das Volk das Recht, sie zu stürzen und eine neue Regierung einzusetzen und sie so zu organisieren, dass sie den Bürgern die Sicherheit und das Streben nach Glück gewährleisten. Damals, Ende 18. Jahrhundert, übrigens diese Deklaration von Philadelphia wurde übernommen von den französischen Revolutionären 1789 in La Déclaration de l'Homme et du Citoyen, wurde dann wieder übernommen von der UNO, 10. Dezember 1948, und alle 191 UNO-Staaten, im Moment, wo sie eingetreten sind, Österreich und zwar die Schweiz viel, viel später aus bekannten Gründen, aber heute rede ich nicht davon, haben die unterschrieben. Die gilt wie die Charta. Die Charta und die Menschenrechtserklärung, ob schon 3 Jahre dazwischen liegen, sind die Fundamentaldokumente, das Grundgesetz, die Verfassung der Vereinigten Nationen. Damals, 4. Juli 1776, war diese Erklärung, das Streben nach Glück, materielles Glück, es geht um materielles Glück, das existenzielle Unglück, das wir alle erleben, Generation um Generation, die Einsamkeit, den Tod, die Lieblosigkeit, das bleibt. Aber das materielle Glück, die Möglichkeit des materiellen Glückes für die Menschen, eine Situation zu schaffen, wo jeder das Streben nach Glück, die Konkretisierung seiner Freiheit erleben kann, das war damals, Ende des 18. Jahrhunderts, eine reine Utopie. Der objektive Mangel, wie Marx das formuliert hat, beherrschte die Menschen. Man starb an Hunger im Tirol, in der Bretagne, im Schweizer Mittelland und so weiter, in Bayern, weil objektiv die zur Verfügung stehenden Güter nicht genügten, um die existenziellen Minimalbedürfnisse der Bewohner dieser Regionen zu decken. Heute zum allerersten Mal auf dieser Welt, Beginn dieses Jahrtausends, sind wir ausgetreten aus dem Reich der Notwendigkeit, eingetreten in das Reich des Überflusses. Ich will Ihnen einige Zahlen geben. Seit es den globalisierten Weltmarkt gibt, also seit dem Ende der Bipolarität, die Sowjetunion ist im August 1991 zusammengebrochen, das war eine gute Sache, die waren so kommunistisch, wie ich buddhistisch bin, aber die Bipolarität ist verschwunden, der kapitalistische Produktionsprozess ist ausgetreten aus seiner territorialen Beschränkung, hat die Welt erobert, hat eine einheitliche Instanz geschaffen, nämlich den Weltmarkt. Eine Kapitalform hat sich autonomisiert, das Finanzkapital, und hat in den ersten 10 Jahren dieser sogenannten Globalisierung, 1992 bis 2002, schon unglaubliche Reichtümer geschaffen. Nach Weltbankstatistik hat sich das Bruttoweltsozialprodukt, also alle in einem Jahr auf der Welt produziert, in diesem Sinne auf der Welt produzierten Reichtümer, Dienstleistungen, Patente, Waren, Kapital und so weiter, das Weltsozialprodukt hat sich verdoppelt in diesen 10 Jahren. Der Welthandel hat sich verdreifacht, hat die magische 6.000 Milliarden Dollar-Grenze durchstoßen und der Energiekonsum verdoppelt sich alle 4 Jahre. Also dieser kapitalistische Produktionsprozess, universalisiert, globalisiert, ist von einer Dynamik, von einer Erfindungsreichtum, von einer
von einer Produktionskraft, wie es nie ein anderer in der Geschichte der Menschheit gewesen ist. In Basel, in den pharmazeutischen Laboratorien, entsteht ein neues Molekül alle 14 Tage, immer nur für die reichen Länder natürlich, meistens, also die Statistiken haben Sie hier, kaufkräftige Länder. Dann an der Wall Street ein neues Finanzinstrument alle Wochen und so weiter. Unbestrittenerweise, der globalisierte Kapitalismus hat eine unglaubliche Dynamik entwickelt. Und gleichzeitig, und da ist die Tragik, wenn ich zurückgehe ins 18. Jahrhundert zu Benjamin Franklin, genau in diesem Moment des Austrittes aus dem Reich der Notwendigkeit findet eine Refeudalisierung statt. Eine unglaubliche Kapitation, eine unglaubliche Monopolisation dieser Reichtümer. Ich will Sie heute nicht mit Zahlen langweilen, aber doch noch eine. Nach Weltbankstatistik, letztes Jahr haben die 500 größten transkontinentalen Privatkonzerne 52% des Weltbruttosozialproduktes kontrolliert. Die Konzernherren, die Kosmokraten, haben eine Macht, ideologisch, politisch, wissenschaftlich und so weiter, eine Macht, wie sie in der Geschichte der Menschheit nie ein Papst, nie ein König, nie ein Kaiser besessen hat. Die Leichenberge gleichzeitig steigen. Ich habe nur den Hunger genommen, ich könnte die Epidemien nehmen, ich könnte das verseuchte Wasser nehmen, das tausendmal tötet jeden Tag. Ich könnte die sogenannten Low-Intensity-Konflikte nehmen, die induzierten von Wirtschaftsinteressen induzierten Kriege im Diamantsektor, im Goldsektor und so weiter. Ich könnte irgendeinen Aspekt der sogenannten Unterentwicklung nehmen. Die Leichenberge steigen. Und bei uns steigen, also bei den Kosmokraten steigen, die Goldberge. Jetzt gibt es eine Legitimationstheorie. Und deshalb sind diese Stadtgespräche, ich sage es ohne Ihnen ein Kompliment machen zu wollen, so wichtig. Wir sind im theoretischen Klassenkampf. Wir stehen, das darf man ja schon fast nicht mehr sagen, Klassenkampf, ich sage es jetzt noch. Wir stehen im theoretischen Klassenkampf. Unser Bewusstsein, das Kollektivbewusstsein, wird beherrscht von der neoliberalen Wahnidee. Und diese neoliberale Wahnidee, die leider auch schon stark in die Sozialistische Internationale und so weiter eingedrungen ist, Universitäten und so weiter, weniger in die Kirchen, da gibt es noch etwas, wie ein kategorischer Imperativ, der wieder steht, sagt in diametraler Opposition zur Aufklärung, zur Aufklärung, deren Erbe wir sind, institutionell die Republik, die Regierung durch Delegation, Volkssouveränität, die Menschenrechte und so weiter, in diametraler Opposition zu allen den Werten, die wir aus der Aufklärung institutionell, intellektuell geerbt haben, die sagt, wirtschaftliches Geschehen ist Naturgeschehen. Es sind Naturgesetze, die Wirtschaft beherrschen. Der Mensch als historisches Subjekt, den gibt es nicht mehr. Wenn das Kapital geht in jedem Moment dahin, wo es den maximalen Profit erringt, wenn der Siemens mit Free Production Zones in China mehr Profit machen kann, wird eben delokalisiert und es gibt ein paar hunderttausend Arbeitslose mehr in Deutschland. Das hat nicht der Herr Behrens zu verantworten, nicht ein Verwaltungsrat vom Siemens, ein Aufsichtsrat. Das ist Naturgesetz. Das sind die Kapitalbewegungen. Punkt, Schluss, fertig. Und es gibt, diese Ideologie ist konzeptuell mit einer großen wissenschaftlichen Literatur untermauert, abgestützt. Das sind keine einsamen Spinner, da die Leute aus den Konzernetagen und aus der Weltbank und die gekauften Intellektuellen, sondern das gibt einen sogenannten Konsensus von Washington. Das sind diese Gentleman Agreements, die sie entwickelt haben in den 80er, 90er Jahren zwischen den Wall Street und den Bretton Woods Institutionen, also Weltbank und Weltwährungsfonds, die dann Morrison konzeptualisiert hat. Es gibt vier Grundprinzipien im Konsensus von Washington. Wenn sämtliche normativen Territorialfunktionen verschwinden, also wenn der Nationalstaat überhaupt keine Normativfunktion mehr hat, territoriale Normativfunktion, wenn die Totalliberalisierung
der Waren, Geld, Dienstleistungs-, Patentströme gesichert ist, dann geht das Kapital in jedem Moment dahin, wo es den maximalen Profit macht. Und das stimmt. Zahlen haben wir gesehen. Wenn sämtliche öffentlichen Sektoren verschwinden, dass also, wenn alle menschlichen Aktivitäten, Lebensbereichen dem Profitmaximierungsprinzip unterworfen werden, dann ist auch wieder der Profit des Kapitals maximal. Maximal. Dann kommt noch die makroökonomische Stabilität und die Budgetreduktion dazu. Und dieser Konsensus von Washington, ich sage es noch einmal, der als Legitimationstheorie dient, der Kosmokraten, der funktioniert. Der bezeichnet eine Akkumulationssystematik, die tatsächlich unglaubliche, ich habe es schon gesagt, unglaubliche Resultate gibt. Aber es ist die totale Negation all dessen, was wir Gesellschaftsvertrag, europäische Zivilisation, republikanische Staatsform, Normativkraft des Nationalstaates und so weiter nennen. Immanuel Kant war zwar nie über Königsberg herausgekommen, war aber doch ein eben hochintelligenter Mann und hat die Französische Revolution mit unglaublicher Leidenschaft verfolgt. War auch abonniert im L'Ami du Peuple von Marat. Das brauchte schon Mut, weil er bespitzelt wurde von den preußischen Spionen da und hatte kein Geld, musste leben von seinem Lehrbeauftragten hatte und so weiter. Also unter eigener Gefahr hatte diese revolutionären Bewegungen verfolgt und hat gesagt, im Moment von Valmy, wir sind an der Abbruchkante der Zeit. Eine Welt geht unter, eine andere kommt. Nicht einfach ein neues Kapitel in der Geschichte Europas und so weiter. Abbruchkante der Zeit. Und an dieser Abbruchkante sind wir wieder. An einer Abbruchkante sind wir wieder, wenn es uns nicht gelingt, die kosmokratische Allmacht, den Raubtierkapitalismus, den Dschungelkapitalismus, diese Wahnidee der Naturalisierung des wirtschaftlichen Geschehens aufzuhalten, das ist ja ein totaler Rückfall in den Obskurantismus, in die totale Irrationalität, dass es eine unsichtbare Hand geben soll, die über allen anderen Willensbildungsmechanismen steht und die Welt regiert und sagt, der stirbt, der lebt, der kriegt so viel und der kriegt so viel. Die sind sehr weit fortgeschritten. Jürgen Habermas, den kennen Sie alle, den großen deutschen Soziologen, der hat gesagt, alles, was Nationalstaaten noch tun können, ist Weltinnenpolitik machen. Das heißt, die Frau Merkel, vielleicht der Herr Schüssel, die Blair, Chirac, am Morgen erwachen die. Das Erste, was sie tun, ist die Börsendaten von New York, Tokio, Frankfurt und so weiter ansehen, um zu wissen, wie viel millimeterbreiten Freiraum sie noch haben. Ich rede von starken Staaten, von Demokratien, nicht, sehen Sie vor, was das in Honduras ist, wenn wir weiter breiten Freiraum sie haben für ihre Fiskalpolitik, Investitionspolitik, Arbeitsbeschaffungspolitik und so weiter. Wir sind schon sehr weit auf dem Weg zu unserer Niederlage. Die Konzerne zahlen schon praktisch keine Steuern mehr mit den Holding-Gesetzgebungen in den Steuerparadiesen. Die sind imstande, Bundesgesetze oder Gesamtarbeitsverträge umzustoßen. Siemens vor 2 Jahren, ich beschreibe das in meinem Buch, sagt, die 35-Stunden-Woche wollen wir nicht mehr. In Deutschland kommt nicht in Frage. Warum? 17% der Einnahmen des Konzerns kommt aus Deutschland, aber 23% der Lohnkosten werden in Deutschland ausgegeben. Und der Siemens-Aufrechtsrat hat gesagt, der größte Metallkonzern der Welt, das muss ausgeglichen werden. Und wenn das nicht so ist, dann geht die und die und die und die Fabrik das und das und das, geht weg aus Deutschland in ein Billiglohnland. Der gewählte demokratische Kanzlerin der dritten Wirtschaftsmacht der Welt, immerhin Deutschland, Schröder, hat gesagt, das ist ein Skandal, das geht nicht. Die größte, die IG Metall, hat über 2 Millionen Mitglieder, hat demonstriert und so weiter. Am Schluss
35-Stunden-Woche zu gleichem Lohn, also Lohnreduktion, 40-Stunden-Woche zu Lohnreduktion, und vorbei war es mit der 35-Stunden-Woche. Also wir sind sehr weit schon und der Dschungel kann kommen. Die permanente Arbeitslosigkeit, das Gesetz des Stärkens, der endgültige Zerfall der Normativkraft des Nationalstaates. Jetzt höre ich auf mit der zweiten Serie. Dieser Weltsicht der Naturalisierung des ökonomischen Geschehens steht, ich sage es nochmal, das Erbe der Aufklärung, die normative Weltsicht der Gesellschaftsvertrag entgegen. Und da ich komme zurück zum Hunger, das Menschenrecht auf Nahrung, das von der UNO zusätzlich zu den universellen Menschenrechten, die in der Deklaration sind, vom Dezember 1948 geschaffen worden ist, das Menschenrecht auf Nahrung. Das Menschenrecht auf Nahrung heißt Folgendes, ich gebe die Definition, das Recht auf Nahrung ist das Recht auf einen regelmäßigen, permanenten und freien Zugang, sei es direkt oder indirekt, sei es durch Produktion oder durch monetäre Mittel, zu einer Nahrung, die qualitativ und quantitativ adäquat und genügend ist und die den kulturellen Traditionen des Volkes, welchem der Konsument zugehört, entspricht und die ein kollektives, individuelles, würdiges Leben ermöglicht, das frei ist von Angst. Das frei ist von Angst. Sie können sich nicht vorstellen, wie die Angst den Hunger begleitet. Die Schande, das Imperium der Schande, wie die Angst die Hunger begleitet. In Nordostbrasilien gibt es eine, nicht eine Anekdote, weil das so ist, wenn die Kinder am Abend vor Hunger weinen, nimmt die Mutter einen Kochtopf, macht Feuer drunter, legt Steine herein und sagt den Kindern, wartet, bald ist das Essen bereit. Und die Steine, die aus dem kochenden Wasser machen ein Geräusch und die Mutter hofft, und meistens ist es auch so, dass die Kinder vor Schwachheit einschlafen. Wenn man sich vorstellt, was die Angst dieser Mutter ist, Tag für Tag die Kinder am Leben zu halten, und zwar an einem würdigen, von Schule gar nicht zu reden, von anständigen Kleidung gar nicht zu reden, nur am Überleben zu halten. Der Arbeitslose, der in den Kübeln in Karachi nach etwas verfaultem Fleisch sucht, um es in die Kanisterstadt zurückzubringen, der geht fast zugrunde vor Angst am nächsten Tag. Ich habe immer nur vom Schmerz geredet, also vom physischen Schmerz, von der physischen Zerstörung, aber die psychische Zerstörung, die der Hunger mit sich bringt, ist ebenso schlimm wie die physiologische Zerstörung. Jetzt kann man sagen, dieser Ziegler, ich bin ja nicht der Einzige, du ja auch, Sie auch, was ist das für ein naiver Mensch? Die Macht der Kosmokraten gegen ein Menschenrecht, eine Norm, eine abstrakte Norm, und auf der anderen Seite die Weltmacht der transnationalen Konzerne, der Oligarchen, des internationalen Finanzkapitals. Wie soll man das durchsetzen? Das ist eine unglaublich naiv-idealistische Weltsicht, wenn einer da kommt und sagt, das Menschenrecht auf Nahrung, für das müssen wir kämpfen, das wird durchgesetzt, das muss institutionalisiert werden und so weiter. Jetzt eben, wo ist Hoffnung? Ich komme zurück zu Benjamin Franklin. Und der hat sehr viel geschrieben. Das war ein sehr unglaublicher, prometheischer Mann. Der hat unglaublich lange gelebt, hat viel geschrieben, Briefe und so weiter, an viele Frauen übrigens auch. Und war ein großartiger Mann. Und der hat eine Anekdote weitergegeben, die in allen seinen Biografien heute ist. Philadelphia war zwar ein Lichtmoment in der Geistesgeschichte, in der europäischen Geistesgeschichte, militärisch war es ein Moment der Katastrophe, weil die aufständischen Heere waren praktisch geschlagen. Washington hatte Newport verloren, Anfang Juli. Und Washington hat die Intuition gehabt, hat gesagt dem Benjamin Franklin, du musst nach Frankreich gehen, dem traditionellen Feind des englischen Kolonisators, zum französischen König, die müssen uns helfen. Sonst werden sie massakriert, ist fertig mit dem Traum der Unabhängigkeit, gewinnt die Kolonialmacht.
Und der Benjamin Franklin war schon 70, ist über den Atlantik gefahren, trotz der englischen Blockade. Und zweiter ist in Frankreich angekommen, wurde empfangen wie ein Held. Sogar der Halbtote Voltaire ist aufgestanden und hat ihn empfangen in der Königlichen Akademie und so weiter und so weiter. Und hat tatsächlich dann den französischen König überzeugt, dass ein Hilfsheer unter Lafayette, dass Truppen, Waffen, Pulver und so weiter zu den amerikanischen Aufständischen gegangen sind, und die französische Intervention hat sie gerettet. Eines Abends, das ist die Anekdote, sitzt Benjamin Franklin mit der schönen Frau Bouillon im Prokop. Die Wirtschaft gibt es noch in Ancienne Comédie in Saint-Germain-des-Prés, sitzt dort Nachtessen. Und der Prokop, das Restaurant Prokop, war der Ort, wo die jungen Revolutionäre im vorrevolutionären Paris, die Literaten, die Revolutionäre da waren und ihre Feste feierten und so weiter. Er sitzt da und isst. Und plötzlich kommt ein junger Mann an seinen Tisch, zieht ihm an und sagt, also Sie, Herr Franklin, Sie werden Dr. Franklin, Sie werden gefeiert wie der neue Prometheus wie und so weiter und so weiter. Das ist alles reine Vorspiegelung. Hinter Ihrer Menschenrechtserklärung ist keine richterliche, keine militärische, keine politische Sanktionsgewalt. Nichts. Sie spielen da etwas vor. Und Benjamin Franklin dreht sich um und sagt, junger Mann, hinter dieser Deklaration, hinter diesen Menschenrechten steht eine Macht, die ewig und unbesiegbar ist. The power of shame. The power of shame. Das heißt, die Macht der Scham. Die Macht der Scham. The power of shame. Und der junge Mann war Danton. War Georges Danton. Der dann etwas geworden ist nachher. War Georges Danton. Power of shame. Und das ist eine historische Macht. Und jetzt komme ich zur Hoffnung, dann bin ich gleich fertig. Hoffnung. Das habe ich erlebt, ich sage euch das, Ihnen das. Als UNO-Sonderberichterstatter muss ich ja vor der Generalversammlung reden, jeden Oktober. Mein Generalbericht, die Country Missions, die Recommendations und so weiter und so weiter. Und im Jahr 2002 hat ein Paragraph in meinem Bericht den nordkoreanischen Hungerflüchtlingen gegolten. In Nordkorea ist ein, wissen Sie, ein fürchterliches Halunkenregime am Ruder seit 1948, dynastisches Halunkenregime. Die Hungersnot ist schrecklich seit 11 Jahren, fürchterlich, Zahlen, die man gar nicht verifizieren kann. Einige 1200 Kilometer zur Mandschurei ist der Yalu, der Fluss. Selbst das terroristische nordkoreanische Regime kann diese Grenze nicht komplett abriegeln. Und immer wieder kommen Familien herüber, über den Fluss, besonders im Winter, wenn er gefroren ist, und flüchten sich in die Mandschurei, also in die chinesische Provinz, wo es schon eine koreanische Diaspora gibt, schon seit langem. Kofi Annan, der Sicherheitsrat, alle haben versucht, denen ein Toleranzstatut zu geben. Die chinesische Geheimpolizei jagt die, führt sie zurück nach Pyongyang. Männer werden erschossen, Frauen und Kinder verschwinden in den Konzentrationslagern. 2 Tage vorher war ich im Büro von Kofi Annan, hat gesagt, kann ich den Paragraphen stehen lassen im Bericht? Oder gibt es doch eine Möglichkeit der Verhandlung, da war ich zu klein, aber vom Sicherheitsrat oder Generalsekretärniveau, hat gesagt, es gibt keine Möglichkeit mehr, Sie können tun, was Sie wollen. Dann bin ich hereingekommen um 3 Uhr Nachmittag, da ist so eine Tribüne, sitzt man da und plötzlich kurz vor 3 spüre ich jemanden, der kniet neben mir. Da, und dass man ihn nicht sieht vom Saal her, kniet einer. Und der sagt also, Dr. Ziegel, you should not, point 15, aus den 15. Paragraphen sollten Sie nicht lesen, da wollen wir jetzt noch darüber reden, wir müssen darüber reden, müssen diskutieren und so weiter. Der chinesische Botschafter. Der chinesische Botschafter, stellen Sie sich vor, ein Spezialberichterstatter, Sonderberichterstatter der UNO, das ist nichts. Ich bin ein Intellektuell, ich mache meine Arbeit, aber er hat keine institutionelle Macht, nichts. Der Mann, der Chinese,
vertritt 1,4 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Der kniet da neben ihm und sagt, bitte, bitte, das sollten wir jetzt nicht, da möchten wir nicht darüber reden. Über den Nordkorea. The power of shame. The power of shame. Deshalb, weil in uns der kategorische Imperativ lebt, der zu einer neuen planetarischen Zivilgesellschaft geführt hat, mit vielen, vielen Bewegungen, die auch in Wien sehr stark sind, die ATTAC-Bewegung und so weiter. Ich habe schon gehört, Wien mobilisiert schon zum Lateinamerika-Gipfel in 5 Wochen, weil das passiert, weil das Gras wächst. Der Marx hat gesagt, der Revolutionär muss imstande sein, das Gras wachsen zu hören. Das Gras wächst aus dem kategorischen Imperativ, der in jedem heraus, weil es das gibt, gibt es Hoffnung. Und ich will zum Schluss 3 Punkte sagen, warum diese Hoffnung ganz konkret ist. In einer Demokratie, und Österreich ist, weiß Gott, eine lebendige Demokratie, die Schweiz auch, aber ein wenig weniger lebendig, aber andere, die gibt es keine Ausrede zum Nichtstun. Ende Juni findet in Washington, erster Punkt, findet, Beispiel, ich nehme einfach Beispiel, die Jahreskonferenz des Weltwährungsfonds statt. Der österreichische Finanzminister, der deutsche, der Schweizer, der französische, ex officio sind Mitglied des Gouverneurschafts, sind dort. Dort wird Brasilien das Schuldenmoratorium fordern. Ich habe gesagt, Lula hat 245 Milliarden Dollar Auslandsschulden geerbt von der Diktatur, den neoliberalen Präsidenten, am 1. Januar 2003, als er als gewählter demokratischer Präsident ins Planalto, Palacio de Planalto, eingezogen ist. Das FOME Zero Programm, das, also die 41 Maßnahmen gegen den Hunger, und nach der Regierungsstatistik sagt man ja, 44 Millionen der 182 Millionen Brasilianer sind schwerstens permanent unterernährt. Und haben mir gesagt, wenn ich lebend aus diesem Büro herauskomme, was nicht sicher ist, nach 4 Jahren, dann will ich, dass kein brasilianisches Kind, Mann oder Frau, hungrig sich schlafen legen. Er kann dieses Programm nicht finanzieren. Weder die Agrarreform noch die Schülerspeisung, keine der 41 Maßnahmen, wenn nicht die Schuldknechtschaft reduziert wird. Wenn nicht die Schuldknechtschaft reduziert wird. Er verlangt das Moratorium. Wenn dort der österreichische Finanzminister, und Österreich ist jetzt Präsident der EU-Staaten, das wissen Sie, sehr aktiv und sehr gut. Wenn dort der österreichische Finanzminister sagt, im Namen des österreichischen Volkes, das will, dass die Kinder nicht mehr am Hunger sterben in Brasilien, stimme ich dem Moratorium zu. Was auch immer die Gläubigerbanken sagen, was auch immer das unmittelbare, rationale Interesse des Gläubigerstaates und der Gläubiger-Privatinstitutionen sind, aus diesem und diesem moralischen Grund stimme ich für das Moratorium. Das können wir erreichen. In allen Staaten, wo es eine Demokratie gibt, das können wir erreichen, durch freie Presse, durch Manifestation, durch Organisation, durch Wahlen, das können wir erreichen. Die EU-Dumping-Politik, die ganz fürchterlich ist, das sagt jetzt sogar der Herr Fischler, muss ich auch sagen, das verdient gesagt, wäre es besser gewesen, hätte es gesagt, dass er Kommissar war, aber jetzt, sagt er auch, das ist allgemein gut geworden, dass die afrikanischen, generell Drittweltlandwirtschaften zerstört werden durch diese Dumpingpolitik. Die können wir umstoßen. Noch einmal durch Mobilisation, durch die Wahrnehmung der demokratischen Freiheitsrechte, die unsere Vorfahren erkämpft haben. Das sind die virtuellen Aktionen. Es hat jetzt eine Aktion gegeben, die schon zeigt empirisch, dass sehr viel möglich ist. Heute hat der ECOSOC in New York die Menschenrechtskommission aufgelöst und es wurde am 15. März in der Generalversammlung die Schaffung eines UNO-Menschenrechtsrates per Abstimmung durchgesetzt. Und in diesem Menschenrechtsrat sind die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte universal, unteilbar und indivisibel, ich muss das immer auf Französisch sagen, wie die zivilen und politischen Rechte, die in der Deklaration stehen.
Es wird eine, das Recht auf Hunger hat jetzt dieselbe Universalgültigkeit wie das Recht auf Meinungsfreiheit, wie das Recht auf Glaubensfreiheit und so weiter, die klassischen zivilen und demokratischen, zivilen und politischen Rechte. Amerika hat diesem Vorschlag, diesem Menschenrechtsrat, ist entgegengetreten. Er hat gesagt, das nehmen wir nicht an, weil dieser Menschenrechtsrat auch das Recht auf Nahrung, auch das Recht auf Schule, auch das Recht auf Arbeit und so die wirtschaftssozialen Rechte befördern und ihre Anwendung kontrollieren soll. Für die Neoliberalen und für die Bush-Regierung sowieso gibt es keine sozialen und ökonomischen Rechte. Es kann sie nicht geben, schon aus der konzeptuellen Konstellation heraus, weil ein Sack Reis ist eine Ware wie jede andere auch. Nur der Markt kann den Produktionspreis, den Transportpreis, den Lagerungspreis und so weiter, den richtigen Preis, sogenannten richtigen Preis, eruieren. Es ist eine dogmatische, aber gut argumentierte Ablehnung der Wirtschafts- und Sozialrechte. Dann gibt es einen Botschafter, einen österreichischen Botschafter in Genf, und der heißt Wolfgang Petritsch. Und Gott sei Dank präsidiert der jetzt, Genf ist ja die Hauptstadt der Menschenrechte, weil das Hochkommissariat da ist, die Kommission war da, der Menschenrechtsrat kommt da. Der hat die EU-Botschafter zusammengerufen und hat gesagt, wollen wir oder wollen wir nicht dieses Recht auf also die wirtschaftlichen und sozialen Rechte. Wir wollen sie. Wollen wir abstimmen oder nicht? Er hat gesagt, ich habe nachgezählt, wir haben die Stimmen, aber Amerika wird dagegen stimmen. Es war zum ersten Mal in der Geschichte der UNO, 61 Jahre alt ist die UNO jetzt, wo Amerika, wo eine Institution, ganz zentrale Institution, durchgesetzt worden ist, gegen den Willen von Amerika. Vorher war alles Konsens, 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 und man glaubte, nichts könnte geschehen, wenn das Amerika... Veto haben sie ja nicht in der Generalversammlung, in der Generalversammlungsresolution. Und Wolfgang Petritsch hat gegen die Engländer, die ganz stark dagegen waren, die Abstimmung durchgesetzt. Wir werden verlangen, dass es Abstimmung gibt. Und der Erfolg war 171 gegen 4. Und dann einige Abstimmungen. Dagegen waren die Vereinigten Staaten, Israel, Marshall Island und Virgin Islands, also die üblichen Satelliten, waren dagegen. Und der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen mit Interventionsrecht beim Sicherheitsrat und so weiter, mit ganz neuen Kompetenzen, ist durchgekommen. Ganz konkret. Nicht, weil ein Botschafter, da gab es auch eine Regierung, da gab es Verbündete und so weiter. Natürlich, das sind sehr komplexe Vorgänge in der internationalen Diplomatie, in der multilateralen Diplomatie, in der UNO. Aber... Es ist gelungen, weil hinter dem Wolfgang Petritsch steht eine Zivilgesellschaft, stehen Demokratien, die im theoretischen Klassenkampf langsam die Dramatik der Situation gesehen haben und Grundwerte, jene der Aufklärung, ganz konkret hier das Recht auf Nahrung und andere Sozial- und Wirtschaftsrechte, bewahren, durchsetzen und befördern wollen. Es gibt Siege, die möglich sind. Alles, was es braucht, ist der Wille und die Geduld für den langen Kampf. Ich möchte schließen mit einem Vers von Brecht, den Sie alle kennen. Am Grunde der Moldau wandern die Steine. Es liegen drei Kaiser begraben zu Prag. Das Große bleibt groß nicht. Und klein nicht das Kleine, die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Ich danke Ihnen. Schauen Sie, wir kennen einander jetzt seit mehr als einem
Vierteljahrhundert. Und in diesem Vierteljahrhundert haben die Fragen, die Sie beschäftigen, sich im Großen und Ganzen nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren gewendet. Obwohl im selben Zeitraum die Weltproduktion unglaublich gestiegen ist. Einer der Faktoren ist ganz bestimmt der Zusammenbruch des sowjetischen Imperiums, was demokratisch ein unglaublicher Fortschritt gewesen ist, weil das eine üble und versteinerte Diktatur gewesen ist. Auf der anderen Seite hat es den von Ihnen eben beschriebenen Prozess natürlich beschleunigt. Ich frage mich aber trotzdem, warum ist es in diesem Vierteljahrhundert bei so enorm gestiegener Weltproduktion und Nahrungsmittelproduktion, und Sie haben die Zahlen genannt, wie sehr der Hunger allein von 1995 bis 2005 gestiegen ist. Warum ist es gleichzeitig so verheerend abwärts gegangen? Die handelnden Faktoren, die multinationalen Konzerne, die haben wir ja vor einem Vierteljahrhundert auch schon gehabt. Nicht. Also die Frage ist sehr berechtigt. Ich möchte sagen, es geht um strukturelle Gewalt. Es geht um strukturelle Gewalt. Ja. Vielleicht haben Sie den ganz schönen Film gesehen von Wagenbacher, We Feed the World. Das ist ein österreichischer Filmemacher, der wirklich sehr gescheit ist. Und da kommt der Brabeck vor. Und da komme ich auch vor, weil ich weiß nicht warum, einfach zum Thema. Nein, ich sage nur. Und sehr häufig jetzt war in Berlin so eine große Lancierung, kommt jemand auf mich zu und sagt, ah, das ist ja gut, dass es sie gibt, sie sind da. Und der Brabeck, dieser Fürst, also Villach aus Kärnten, da kommt es ja nicht nur fürstliche Menschen. Darum geht es überhaupt gar nicht. Es geht um ein System der strukturellen Gewalt. Der strukturellen Gewalt. Es geht nicht darum, die Kosmokraten sind schlecht und der also du bist sowieso gut, also von Definition her. Aber es ist ein System der strukturellen Gewalt. Erstens, die Kriegsherren der multinationalen, die bekämpfen sich bis aufs Blut. Ich habe in meinem Buch, ich sage ganz konkret, der Kaffeepreis ist zusammengebrochen. Ich habe die Zahlen da zu 4/5 zusammengebrochen. Ich war in Äthiopien vor 2 Jahren, weil Kofi Annan das haben wollte, so Äthiopien. Südäthiopien ist das Heimatland des Kaffee, Kaffa, die Provinz Kaffa, da kommt es ja her. Und der Kaffee ist in die Kaffeehäuser von Wien gekommen, wo er eine große literarische Bedeutung hat, über die Araber, über das Rote Meer und so weiter und so weiter. Also dort leben die Menschen vom Kaffee, vom Wildkaffee abnehmen oder Kaffeeplantagen machen, Familienbetriebe. Dort sind 2 Millionen Menschen komplett zerstört, weil der Kaffeepreis, der Weltmarktkaffeepreis zusammengebrochen ist. Der Kaffee ist neben heute die einzige Exportmöglichkeit, das einzige Exportgut des 72 Millionen Volkes der Äthiopier. Zusammengebrochen. Durch die Spekulationen der Käufer, der Großkonzerne, es gibt 5, wenn Brabeck nicht an diese Zerstörung, dieser besseren Spekulation des Rohstoffpreises für Arabica und Robusta-Kaffee teilgenommen hätte, aktiv mit der Börsenspekulation, ja, dann hätte Unilever allein das Geschäft gemacht oder Toshiba und so weiter. Und dann wäre der Brabeck innerhalb 3 Monaten weg gewesen aus seinem Präsidentenbüro in Vevey. Das ist die strukturelle Gewalt. Er ist ein Funktionsträger im Dschungelkrieg. Ein Kriegsherr. Nichts anderes. Und jetzt ist er eben der Chef des größten Nahrungsmittel- und Trinkwasserkonzerns der Welt mit 275.000 Angestellten in 81 Ländern, kontrolliert über 10.000 Marken, ist die 27. größte Unternehmung auf der ganzen Welt, ein Riesenreich, ein riesiges Imperium, das seine Macht ausübt aus homogener interner Logik, die Profitmaximalisierung.
die kann nicht gestoppt werden, ist wie ein Formel-1-Wagen, den kann man nicht plötzlich jetzt ein wenig bremsen und ein wenig an die Gut. Menschen denken und so. Also es gibt eine interne Logik. Am 4. August 1798 in Paris hat die neu konstituierte Nationalversammlung beschlossen, den Feudalismus abzuschaffen. Also sämtliche Privilegien, Steuer, exklusives Bodenrecht und so weiter abzuschaffen. Der Feudalismus weg. Und den Weg, die Republik gab es damals noch nicht, das gibt 3 Jahre später, aber diesen Weg zu gehen, der Volkssouveränität und dann zu einer ganz neuen Welt zu kommen. Wir brauchen eine neue Nacht des 4. August. Weil wie Gandhi gesagt hat, die Welt has enough for everybody's, Entschuldigung, ich da Englisch rede, dazu noch schlecht. Gandhi hat etwas sehr Schönes gesagt. The world has enough for everybody's need, but not for everybody's greed. Greed, verstehen Sie? Also die Gier. Die Gier. Die Welt hat nicht genug für die Gier, die ja unendlich ist, die der Motor ist dieses Systems. Hat objektiv aber nicht genug. Aber für die Notwendigkeit der Menschen hat sie genug. Mhm. Jetzt werden wir theologisch, wenn wir uns wahrscheinlich einig sind, dass die Gier die wichtigste, vielleicht sogar die einzige wirkliche Todsünde ist, aber sie ist die zerstörerischste und die mörderischste Todsünde. Aber wenn wir jetzt uns fragen, was kann denn allenfalls dagegen geschehen? Wir sind uns ja einig, das ist eine strukturelle Logik, der auch die Konzerne im Kampf untereinander unterliegen. Ja. Die ist aber kein Naturgesetz, die ist veränderbar. Veränderbar wie? Die Nationalstaaten spielen in dem Zusammenhang keine Rolle mehr. Welche Rolle, und das ist eine Frage, die sich in diesem Saal natürlich stellt, welche Rolle könnte denn in dem Zusammenhang die europäische Sozialdemokratie spielen? Also welche Chancen hat die? Das sind Fragen. Also erstens, wenn wir schon theologisch sind, um einen Punkt sind wir einverstanden, wenn wir schon Theologie reden. Der Georges Bernanos, große katholische Schriftsteller, französischer, der hat gesagt, Dieu n'a d'autre main que les nôtres. Gott hat keine anderen Hände als die unseren. So, entweder wir ändern diese Welt und sonst tut es niemand. Da sind wir doch schon einverstanden. Ja. Jetzt die Sozialdemokratie. Also ich zahle meine Beiträge, wenn du das wissen willst. Ich frage ja auch einen Sozialdemokraten. Von meinem Dorf, schon vor der Haustür, Sonntagmorgen. Die Sozialistische Internationale ist die älteste politische Organisation auf der Welt. Wurde gegründet 1864, erster Generalsekretär Karl Marx. London gegründet nach dem Streik der, wie das gegangen ist. Nämlich hochinteressant, die Geschichte, und deshalb bin ich immer noch bei dieser Partei. Die Geschichte ist hochinteressant. Als der amerikanische Sezessionskrieg, da ging es um die Sklaverei. Ne? Lincoln wollte die Sklaverei abschalten, die abschaffen, die Südstaaten haben in den Südstaaten haben sich dagegen gewehrt, gegen die Abschaffung der Sklaverei. In den Südstaaten wurde die Baumwolle angepflanzt. Die beginnende Textilindustrie in Manchester, Lancashire etc., Mittel- und Nordengland mit Rohstoffen versorgt hat. Dann hat es eine Allianz gegeben zwischen der englischen Industriearistokratie, die diese Besitzer waren von diesen Textilbetrieben, und der Südstaatenaristokratie, der Baumwollaristokratie. Und die englische Flotte hätte die Blockade der Nordstaaten vor der Südküste brechen sollen, also im offenen Krieg. Dann sind das war der ganze Anfang vom Trade Unionist, sind die Chartristen, hießen die damals noch, die Arbeiter aufgestanden in London überall und vor allem in den Textilgebieten und haben gesagt, das nehmen wir nicht an. Aus absolut rein moralischen Gründen.
Wir wollen nicht die Sklavenherren retten. Wir sind auf Seite derer, die Sklaverei beseitigen wollen. Dann hat es einen Generalstreik gegeben, die englische Flotte konnte nicht auslaufen. Dann hat Napoleon III. Sogenannte gelbe Arbeiter geschickt über den Channel herüber, für die Betriebe wieder aufrechtzunehmen. Und daraus, aus diesem Ereignis, ist die erste internationale entstanden, um zwischen Arbeitern verschiedener Länder eine gemeinsame Strategie des Widerstandes aufzubauen. Und das ist die erste internationale, die dann nach der Kommune von Paris zusammenbrach, zur zweiten internationale wurde. Das ist eine ganz unglaublich erfreuliche Geschichte. Glorreiche, glorreiche Geschichte. Die ist zu Ende gegangen mit dem Tod von Willy Brandt im September 1992. Das war die letzte moralische Autorität, Antifaschist, gegen Hitler gekämpft, hat als 19-Jähriger im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft. Der war die Inkarnation dessen, was die internationale war, hätte sein sollen und so weiter. Und seitdem gibt es sie zwar immer noch mit 114 Mitgliedorganisationen. Der Peter Jankovic ist immer noch Präsident der Menschenrechtskommission, macht das großartig, ich sage das nicht, ich will nichts heruntermachen, aber sie ist tot, es gibt sie nicht mehr. Die sozialistische Bewegung ist so ein Wetterleuchten in der Erinnerung hin und wieder. Das neoliberale Gift hat sich ausgebreitet. Hat sich ausgebreitet und der theoretische Klassenkampf, den wir führen müssen, gibt es nicht. Aber ich will nie ohne Hoffnung sein. Es kann ja sein, dass plötzlich unter der Asche ein Flämmchen und es kann gut sein. Also nächster Punkt. Der Neoliberalismus hat auch in den Köpfen seiner Opfer gesiegt. Das Wort Solidarität, das vor einigen Jahrzehnten, wie wir wissen, ein Schlüsselwort gewesen ist in Europa, hat seine Bedeutung weitgehend verloren. Ja. Es ist ein altmodisches Wort, ein historischer Begriff geworden bis zu einem gewissen Grad. Was wäre jetzt als nächstes die EU? Sie haben es ja angesprochen, das Moratorium für Brasilien zum Beispiel. Ja. Die EU könnte in dem Zusammenhang eine Rolle spielen zwischen den USA und dem ostasiatischen Kapitalismus. Ist da eine Hoffnung? Wir reden ja jetzt über die Hoffnung. Ja. Also ich bin keine Autorität, kann ich sagen, ja, so ist es oder nicht. Aber ich sage, der Jürgen Habermas, ich komme auf den zurück, der hat dieses Buch geschrieben, Jenseits des Nationalstaates, sehr klug. Und der sagt, der Gemeinsinn, das Gemeinwohl, dass jeder leben kann, jeder seine Freiheit konkretisieren kann in einer permanenten, würdig entlöhnten Arbeit und so weiter, also das Gemeinwohl, wie es im Gesellschaftsvertrag von Rousseau definiert ist, im Kontrasozial. Dieses Gemeinwohl kann der Nationalstaat nicht mehr wahrnehmen. Es ist zu spät. Der Schröder kann lange sagen, keine Delokalisierung für Siemens, die machen Schluss. Oder jetzt müsst ihr Steuern zahlen. Nein, die sind in Curaçao und Jersey, in Liechtenstein und haben eben die Holdingstruktur und zahlen keine Steuern. Punkt. Also es ist zu spät. Ob schon in Frankreich Régis Debray, Chevènement und so weiter, les nationaux républicains, die glauben, man kann den Nationalstaat, die Territorialgewalt wiederherstellen, die Polizei schicken in die Hauptquartiere der multinationalen Gesellschaften, die auseinandernehmen, Gesetze lassen. Diese Tendenz ist in Frankreich immer noch vorhanden, stark, gut, gescheit intellektuell. Aber das, glaube ich, ist nicht gut. Dann kommt der Habermas und sagt, ja, aber es ist jetzt, das Gemeinwohl muss transnational, das ist auch Ihre Auffassung, ja, die Sinnfrage, muss transnational, normativ, institutionell und so weiter, wahrgenommen werden. Er redet zwar von der UNO, die in einer totalen Schizophrenie lebt, es gibt einerseits die 22 großartigen Spezialorganisationen, UNICEF, Weltgesundheitsorganisation, FAO, Welternährungsprogramm und so weiter, die machen sehr viel
mit großem Aufwand, aber sehr, sehr gut. Und dann gibt es die Bretton Woods-Organisation, den Weltwährungsfonds, die Weltbank, die Söldnerorganisation, ja, des internationalen Finanzkapitals. Die machen absolut kaputt in den Strukturanpassungsprogrammen und so weiter. Das kann ich genau nachweisen, wo ein Strukturanpassungsprogramm des Weltwährungsfonds aufgezwungen wird, einem Entwicklungsland, steigt der Hunger. Weil die Exportanbauflächen steigen, weil man ja nur mit dem Export mit ausländischen Devisen die Schulden bezahlen kann, also bedienen kann und so weiter. Also es ist eine reine Schizophrenie in den Vereinten Nationen, weil zwei ganz wesentliche Institutionen dieser Vereinten Nationen zerstören täglich radikal, was im Entwicklungsbereich von den Spezialorganisationen gemacht wird. Da glaube ich, hat der Habermas eben auch nicht recht, hat er nicht recht. Das Gemeinwohl ist nur in der planetarischen Zivilgesellschaft zu verteidigen. Die EU sowieso nicht. Also den Barroso, der war Assistent bei uns an der Fakultät, war einer dieser Maoisten, die umgestanden sind. Und also das ist, was die EU tut, das ist reine Söldnerpolitik. Das ist reine Übersetzung. Es gibt ja kein soziales, also die Schweizer verteidigen ja das Bankgeheimnis, das Fluchtkapital und die internationale Mafia und deshalb können wir nicht in der EU sein, deshalb habe ich nicht abstimmen können. Aber wenn ich hätte abstimmen können über die Verfassung, wäre ich da total dagegen gewesen. Ich meine, das ist die Inkarnation der neoliberalen Wahnidee. Ich möchte nur etwas sagen, der Bourdieu, der Pierre Bourdieu, sagt Ihnen vielleicht noch etwas, der ist gestorben jetzt vor 3 Jahren. Der französische Soziologe Bourdieu hat gesagt, der Neoliberalismus ist wie AIDS. Wie AIDS. Er zerstört zuerst die Immunkräfte des Opfers, bevor er das Opfer zerstört. Er zerstört zuerst die Immunkräfte des Opfers. Und in dieser Phase sind wir jetzt. Jetzt müssen Leute aufstehen, wir alle, und sagen, Naturgesetzlichkeit der Ökonomie, was? Auf den Kopf stellen, Ökonomie braucht es, Banken braucht es, multinationale Gesellschaften braucht es wahrscheinlich auch, freie Wirtschaftsfreiheit braucht es, innerhalb eines normativ geregelten Gesellschaftsvertrages. Wenn die Gemeinschaft gesagt hat, das wollen wir zuerst realisieren, menschliche Sicherheit, Gleichheit zwischen Mann und Frau, anständige Schulen für unsere Kinder, medizinische Verpflegung, Versorgung für alle auf dem gleichen Niveau, die Freiheitsrechte, Regierung nur durch Delegation revokabel, wenn sie es nicht tut und so weiter. Innerhalb dieses normativen, demokratisch fixierten Rahmens ist die Ökonomie, auch die gierbetriebene Ökonomie, die total profitorientierte Ökonomie, ein valables Instrument. Aber das setzt das, jetzt das, unter anderem das voraus, macht die EU nicht. Diese, nein, ja, das macht die EU überhaupt nicht. Ist einfach diese angesprochene planetarische Zivilgesellschaft, die gibt es manchmal, zum Beispiel in der Ablehnung des Irakkriegs hat es eine transkontinentale Bewegung gegeben über die ganze Welt. Die ist aber jeweils punktuell. Und dann ist sie wieder weg. Ja, das heißt, ja, stimmt. Also sie begleitet uns als Hoffnung. Ja, ja. Aber nein, es gibt sie. Darf ich eine Anekdote erzählen? Nein, ja, nicht, um der Frage auszuweichen. Mein vorgehendes Buch, Die neuen Herzen der Welt, das wird, wie man übersetzt, im Saggiatore und so weiter. Und das kam Anfangs März 2003 im Saggiatore heraus. Da bin ich nach Rom gefahren, da ging das Buch und so weiter. Und der Walter Veltroni, Freund aus der Sozialistischen Internationale, der ist Bürgermeister von Rom. Und der Balkon, sein Balkon, das ist im Kapitol, geht auf den Plaza Venezia heraus. Sein Balkon vor dem Büro. Und im Flugzeug von Genf nach Rom habe ich die Repubblica gelesen. Und da war eine riesige Reportage drin von der Antikriegsmanifestation, von dem Sie gerade geredet haben, auf der Piazza Venezia. Und das war sehr, sehr eindrücklich, diese Bilder, also schwarz bis in die Via Cavour, voller Leute wahrscheinlich, 1 Million Menschen da. Und da bin ich ins Büro gekommen zum Walter Veltroni und habe gesagt, ich gratuliere dir. Ihr könnt noch mobilisieren, also eure Gewerkschaften, eure PDS, da, Partito Democratica Socialista, gratuliere. Da habt ihr etwas Großartiges geleistet.
hatte mich ganz entgeistert angesehen, von was redest du da? Ja, ich rede von der Manifestation. Ja, die kannte ich ja gar nicht. Das waren Leute total unbekannt. Natürlich hat es ein paar Gewerkschaften und ein paar BDS-Leute gegeben. Total, Frauen mit Kinderwagen, und total unbekannte Menschen, der moralische Imperativ. Kein Öl, kein Blut für Öl. Das war kein Blut für Öl. Es sollen keine Kinder verbrannt werden durch Bombardemente, nur damit Texaco und so weiter den Profit steigern können. Kein Blut für Öl. Das war von der Trafalgar Square bis nach New York übrigens auch. Aber in Rom, das habe ich miterlebt, der Veltroni ist ein sehr ehrlicher Mann, hat gesagt, die kannte ich nicht. Punkt. Wir sind hoch erfreut, aber und über die hat er keine Kontrolle und gar nichts. Das stimmt, der moralische Imperativ mobilisiert sich in einer Spontangesellschaft, geht auseinander. Porto Alegre, oder jetzt im 22. bis 25. war ich in Caracas, im Weltsozialforum, ist ja jetzt dezentralisiet worden dieses Jahr, Bamako, Caracas, Karachi. Caracas waren 82.000 Leute nach der offiziellen Schätzung, über 8.000 Sozialbewegungen, also von der Via Campesina bis Trabalhadores, Centerra, die ATTAC und so weiter, waren dort, haben ein Programm gemacht, das ganz negativ ist, also Auflösung der WTO und so weiter und so weiter, sind auseinandergegangen und jeder ist zurückgegangen in seine Widerstandsfront. Verstehen Sie, seine effektive Widerstandsfront dort, wo er ist. Die Textilarbeiterinnen aus den Free Production Zone in Santo Domingo, dahin zum Kämpfen um menschenwürdige Löhne, um das Recht, ihre Kinder zu sehen, am Abend heimzugehen und in Baracken eingeschlossen zu werden. Zum Beispiel die Landlosen in Brasilien, 4,5 Millionen Menschen, um Latifundien zu besetzen, die nicht bewirtschaftet sind. Die ATTAC, Studenten aus Wien, zurück in den Arbeitszirkel, um die Antispekulationssteuer voranzubringen. Greenpeace-Aktivist und so weiter und so weiter. Jeder geht zurück in seine Widerstandsfront. Und es ist wie ein lebendes Internet. Ich meine, aber plötzlich kommt diese Gesellschaft, die G8, die können sich ja gar nicht mehr in einer europäischen Stadt versammeln, oder die Welthandelskonferenz, die geht nach Doha. Wissen Sie, wo das ist? Ich habe es nicht gewusst, es ist ein Nest, so ein obskures Scheichtum da irgendwo am Persischen Golf. Die Welthandelsmächte, die Welthandelskonferenz, die letzte, war in Doha und da auch noch auf einer Insel mit Kriegsschiffen und herum. Weil die können, wenn sie in Wien wären, in Paris wären, in Washington wären, könnten die nicht mehr aus dem Hotel heraus. Ja, und das ist schon eine neue Machtbeziehung. Berechtigt das schon, ist schon etwas zur Hoffnung. Denn was ich mich gefragt habe, ist, wie ist denn dieses Wissen und dieses unendliche Leid, diese tägliche Befassung mit dem Hunger, mit all dem, was er auslöst, zu ertragen, im gleichzeitigen Wissen der eigenen Ohnmacht? Mir ist schon klar, die Antwort darauf ist dieser Kampf, der aus einer unendlichen Wut gespeist ist, gleichzeitig aber auch das Wissen, wenn ich mir nur die Statistiken anschaue, wie unendlich schwierig und in vielem wie erfolglos dieser Kampf ist. Ja. Ich habe mich schon gefragt, wie das in der täglichen Befassung mit diesem Leid, wie das auszuhalten ist. Bei wem? Bei mir? Ja. Also das will ich gar nicht wissen. Also ich meine, ich gehe mir schon etwas an. Aber es geht nicht um den kleinen Ziegel, der fühlt sich oder fühlt sich nicht. Wenn ich in Guatemala bin, da sterben die Kinder. 99.000 letztes Jahr, gemäß dem Präsidenten am ersten Tag, haben gesagt, ich bin froh, sind Sie da, wir haben ein Problem. Boom, fertig. Entweder helfe ich, also Bestandesaufnahme mit all meinen Assistenten und so weiter, und bin ich vor der Generalversammlung imstande, diese Menschenrechtsverletzung des Rechts auf Nahrung durch die Latifundistas in Guatemala zu belegen, dann gibt es eine Resolution und dann hat die Welt, das passiert immer noch nichts, aber dann hat die Weltbank ein Problem beim nächsten Kredit, die sie an diese multinationalen Gesellschaften zahlen will, an Del Monte, an Chiquita und so weiter, die Pazifikebene. In Guatemala sind 2% der Landbesitzer, haben 58% des bebaubaren Bodens. Also,
Entweder gelingt mir das, die Recommendation so zu formulieren, dass die Resolution durchkommt, und dann hat die Weltbank ein Problem, weil sie eine Menschenrechtsklausel hat. Und wenn die Verletzung Recht auf Nahrung von der Generalversammlung Guatemala festgestellt wird, muss sich die Weltbank schon etwas einfallen lassen, um einen neuen Kredit an diese Halung, also an diese Leute durchzubringen. Ja. Um das geht es, um die Effizienz. Um die Effizienz. Und, aber ich will jetzt da nicht Idealist sein, aber ich sage euch, ich sage Ihnen, die, wenn ich zurückdenke, 15 Jahre an unsere Milieus, also Universität und die großen Medien und so weiter. Wenn man da von Solidarität geredet hat und gesagt, also wirtschaftliches Geschehen kann ja nicht naturlogisch sein und so weiter und so weiter. Es gibt ein historisches Subjekt, ein kollektives historisches Subjekt, das Volk und so weiter. Jedenfalls in Paris war das so. Da haben sich die Leute, auch gescheite Leute, mitleidig angeschaut und gesagt, also dieser Ziegler ist das, oder dieser Regis Debré, wir waren ja ein paar andere, dieser Samir Amin, Steinzeitkommunisten sind die immer noch irgendwo im Neolithikum stehen geblieben, da. Also das ist schon, älter werden ist schwer, auch für die und so weiter. Das war der Ton. Nein, ich sag's. Das war der Ton. Wir waren reif für die Katakomben. Das war so, die können da noch einmal hinter den Vitrinen überleben und am Sonntag besuchen wir die und so. Heute sage ich euch, ist das anders. Jetzt ist, nächstes Jahr ist wieder Präsidentschaftswahl, ich gebe nur eine Anekdote, Präsidentschaftswahl in Frankreich. Vor 6 Jahren war Jospin Kandidat, also für die Linke, war Lionel ein ganz netter Mensch. Jospin-Kandidat. Die ATTAC International, also das internationale Komitee, wir sind zu ihm gegangen, an die Rue Solferino, und haben gesagt, also Gassen und so weiter, ich war einfach dabei, und haben gesagt, Lionel, du musst in dein Präsidentschaftsprogramm, weil in Frankreich ist der Präsident, der hat starke Exekutivgewalt und wird vom Volk gewählt, du musst in dieses Programm die ATTAC-Steuer aufnehmen, der Kampf gegen die Auslandsverschuldung aufnehmen, die sozialen, wirtschaftlichen Menschenrechte aufnehmen, in dein Präsidentschaftsprogramm, dann unterstützen wir dich. Dann hat der Jospin gesagt, ja, das ist nett, wir kennen uns ja schon lang und so weiter, aber also bitte, Politik, das ist unsere Sache, das ist Parti Socialiste Français, macht die Politik und ihr geht nach Porto Alegre und versammelt euch und so weiter. Ich sage euch, die 5%, die Jospin gefehlt haben, das waren wir. Wenn er das gemacht hätte, er hätte die 5% gehabt, die ihm gefehlt haben in den zweiten, er war nicht einmal im zweiten Wahlgang dann war Le Pen gegen Chirac. Verstehst du, es geht schon um handfeste, ja. Klassen- und Machtbeziehungen jetzt. Es sind also nicht einfach stille Spinner, die da irgendwo in Südbrasilien im Januar und so weiter. Ja, es gibt, das glaubst du nur nicht, ich spürst du. Nein, es gibt ja auch objektiv Fortschritte. Ja, also es gibt unglaubliche Fortschritte. In China wird zwar noch gehungert, aber es verhungert niemand mehr, im Gegensatz zu früher. Brasilien ist schlimm aufgestiegen zu einem sogenannten Schwellenland, wobei ich nicht weiß, was und wie viel das den Ärmsten in diesem Land bringt. Ja. De facto aber ist es aufgestiegen. In Indien, lesen wir, bildet sich ein neuer Mittelstand. Das hängt aber auch wiederum einen Teil der Bevölkerung ab. Das heißt, es gibt Veränderungen, diese Veränderungen sind aber sehr häufig damit verbunden, das zeigt sich ja auch in China, wie wir den Berichten entnehmen, dass ein Teil der Bevölkerung abgehängt wird. Das stimmt, also China kenne ich nicht, ich war dort und so, aber nicht, ich kann nicht darüber reden, weil das nicht seriös wäre. In Indien war ich, da arbeite ich mit denen so, die Hälfte der unterernährten Menschen der Welt nach der FAO-Kriterien, also was das, die Mangelkrankheiten, Kwashiorkor und so weiter, sind in Indien ungefähr. Ungefähr 420 Millionen Menschen. Sie sind mehr als eine Milliarde. Also die Hälfte der unterernährten Menschen der Welt lebt in Indien. Es stimmt, dass
die großen Hungersnöte vor der Unabhängigkeit, dass zum Beispiel die letzte große Hungersnot in Westbengal, die 3 Millionen Menschenleben gekostet hat, 1946, also 2 Jahre vor der Unabhängigkeit, die hat sich nicht wiederholt. Also dieses Massenmassaker der Hungersnot, jetzt ist die Zerstörung durch die Unterernährung und ist unglaublich, weil wenn ich auf so einer Mission bin mit meinen Leuten, natürlich ist dann New Delhi und mit den Ministern und so weiter, aber dann sagen wir, da will ich hin, Orisha, Madhya Pradesh, also in die ärmsten Regionen. Und überall der District Chief, die haben eine Angst, der District Chief, weil dann gleich wegserviert wird, dass die Exekutivgewalt auf dem kleinsten Raum, dass jemand am Hunger stirbt. Wenn das passiert, dann sind sie weg. Und wir haben natürlich eine Reihe von, dank der Zivilorganisation und so weiter, eine Reihe von Fällen, Todesfällen während der 4 Wochen, wo ich da war, signalisiert, gesagt, da ist eine Familie am Hunger gestorben. Das ist so, wird bezeichnet von den Ärzten, die sie untersucht haben, nachher von der Nachbarschaft und so weiter. Und das ging herauf bis zum Premierminister. Ich sagte, was? Sie behaupten in Orisha, ich habe ein Ding angestellt, und also es geht um mehr als 1 Milliarde Menschen. Die Phobie der Hungersnot ist da und diese Hungersnot, wie die Westbengal, das totale Massaker, das gibt es nicht mehr. Es gibt sogar für bestimmte Jahreszahlen gibt es die Autonomie alimentaire, also wenn Sie einfach die Zahlen nehmen, was in Punjab an Korn produziert wird, dann durch die nach FAO-Kriterien durch die Zahl der Bewohner teilen, dann gibt es Nahrungsmittelsouveränität in Indien. Das heißt aber nicht, dass Hunderttausende von Menschen und Millionen von Menschen an der Angst, an der physiologischen Zerstörung der Unterernährung leiden. In Indien, ganz konkret. Ja. China, ich glaube, das ist ein ganz fürchterliches Regime. Die haben 12.000 Menschen erschossen, legal, letztes Jahr. Das ist die weitaus höchste Zahl der Exekutionen. Und darunter sind 4/5 Bauern. Aufstände. Viele, viele Hungeraufstände. Aber ich will darüber nicht reden. Es gibt nicht keine, also zahlenmäßig gibt es Rückschritt. Und wenn die Millenniumsziele der Vereinten Nationen sind, 2005 soll der Hunger halbiert werden auf dieser Welt, dann gehen wir in die entgegengesetzte Richtung. Man kann ein Argument vorbringen, das immer wieder vorgebracht wird, zu Recht, wenn man die demografische Kurve nimmt, also die Weltbevölkerung steigt ja sehr rasch, und sie vergleicht mit der Hungerkurve, kommt man fast zu einer Stabilität. Die Hungerkurve steigt immer noch. Wenn man sagt, die absoluten Zahlen 2004 bis 2005, 14 Millionen mehr schwerst unterernährter Menschen, ist das eine absolute Zahl. Aber wenn man die demografische Kurve und die Hungerkurve vergleicht, dann ist die Progression, geht fast in die Stabilität über. Aber das ist kein Trost. Dieses Buch beginnt mit einem Satz von Babeuf, dem französischen Revolutionär, der auch auf dem Schafott geendet hat. Und es endet auch mit demselben Satz. Und dieser Babeuf-Satz lautet, ja, ich wiederhole, alle Missstände sind auf ihrem Gipfel. Sie können sich nicht verschlimmern. Sie können nur durch einen totalen Umsturz beseitigt werden. In diesem Satz steckt auf der einen Seite die Hoffnung, die auch in der Kantschen Formulierung von der Abbruchkante drinnen ist. Auf der anderen Seite steckt in diesem Babeuf-Satz aber natürlich auch auf die gegenwärtige Situation drinnen ein gewisses Maß an, will nicht sagen Verzweiflung, aber wir sehen es nicht. Ich weiß, das stört Sie, aber man muss bescheiden sein vor der Geschichte. Also ich sage das nicht,
Ich auch, ich bin ja schon halb tot jetzt, ich habe ein Leben gelebt. Ich weiß, Machado, Antonio Machado, ist einer der letzten republikanischen Widerstandskämpfer, die aus Barcelona, der große Dichter aus Barcelona, später ein großer Dichter, aus Barcelona herausgekommen ist. Mhm. Und der läuft auf dem Bertuy, also über den letzten offenen Pyrenäenpass, und singt. Und seine Leute, die noch da mit ihm laufen, sagen, was ist, du singst und wir haben Barcelona verloren und den Krieg verloren und das alles brennt und wir gehen ins Exil und wissen nicht so. Und da hat er dann das berühmte Gedicht geschrieben, Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Es gibt Mensch, der du gehst, Wanderer, der du gehst, es gibt keinen Weg. Den Weg machen deine Füße selber. Wir wissen nicht, ich sage, zurückkommen zur Französischen Revolution. 14. Juli, also in der Schule lernt man das, 14. Juli 1789, die Zwingburg des französischen Königs, die Bastille, die gibt es jetzt nicht mehr. Die Bastille, es gibt noch die Metrostation Place la Bastille, die sehr gute Wirtschaften ringsherum, ja. Brasserie Alsacienne, das kann ich empfehlen. Die Bastille. Und die Handwerker vom Faubourg Saint-Antoine und so weiter, die ihre Copains, das waren die politischen Gefangenen des Königs da drin, gesagt, das geht nicht, die wollen wir befreien. Morgengrauen, aufgestanden, haben die Bastille umzingelt, versucht anzugreifen, 30 Meter breite Wassergräben, 20 Meter hohe Mauern, hat nichts genützt. Und dann ist am frühen Nachmittag Lafayette mit der Garde Nationale gekommen, also mit diesen berühmten zwei Bataillonen, mit den Kanonen, den vier Kanonen, haben die auf die Falltür gerichtet. Delaunay, der Gouverneur der Bastille, hat Angst bekommen und hat die Falltür heruntergelassen. Das Volk von Paris ist in die Bastille geströmt, hat die Gefangenen befreit, ein wenig den Gouverneur massakriert. Und wenn damals am Abend des 14. Juli, jemand gesagt hätte, ein großer Intellektueller des ORF oder der Arbeiterkammer da gestanden wäre, oder dem Falter, der Chefredakteur des Falters, ganz in Person, am Seneke, dort am G gestanden wäre und die gefragt hätten, die Aufstehenden, ja, jetzt sagen Sie einmal, was ist denn die Verfassung der Ersten Französischen Republik oder was ist denn der Wortlaut der Déclaration du Champ de Mars, also der berühmten Deklaration über die Trennung von Kirche und Staat und so weiter, alles die großartigen Grundgesetze, die dann später gekommen sind und unser Leben, unser politisches Leben geprägt haben. Ich meine, Österreich ist eine Republik, genau nach demselben Muster, mit denselben Werten, dann würde man doch sagen, also der spinnt, warum? Ja. Warum sollte ich das wissen? Der revolutionäre Prozess ist sehr, sehr mysteriös. Man muss in jedem Moment das tun, was die Vernunft, was empirische Feld. Und es in der gibt, Situation nein, sind wir jetzt. Es gibt keine andere Möglichkeit. Es gibt diese magischen Momente in der Geschichte, mir fällt dazu ein. Unmittelbar nach dem ersten Zionistenkongress in Basel hat Herzl in sein Tagebuch geschrieben, in Basel habe ich den Judenstaat gegründet. Wenn ich das heute jemandem sagen wollte, wird mich jeder auslachen. Ja. Und dann sagt er weiter, in 5 oder in 50 Jahren wird man wissen, dass ich recht hatte. Ja. In 50 Jahren hatte er dann wirklich recht. Ja. Also es gibt diese magischen Momente in der Geschichte, die von außen nicht erkennbar sind. Und wenn man es zusammenfassen wollte, aber sie sind selten. Sie sind selten. Wenn man es zusammenfassen wollte, dann könnte man sagen, es gilt das Prinzip Hoffnung. Der Ernst Bloch, auch wieder ein Marxist, wir reden ja nur von... Also der Ernst Bloch, eben im Prinzip Hoffnung, aber das hat er nicht in Geist der Utopie geschrieben, sagt, zurück zu unseren Wurzeln, vorwärts zu unseren Wurzeln, meint zurück zu unseren Wurzeln. Im Geist der Utopie, also das ist ja besser als ich, im Geist der Utopie schreibt Ernst Bloch, vorwärts zu unseren Wurzeln. Und meint also. Und da sind wir jetzt, vorwärts zu unseren Wurzeln. Das heißt Benjamin Franklin, das heißt Jefferson, das heißt Robespierre, das heißt Saint-Just, das heißt Gracchus Babeuf, die zwar alle auf dem Schafott, also nicht die Amerikaner, aber die Soßen gelandet sind.
zurück, vorwärts zu unseren Wurzeln. Und die Waffen sind ja da, ich sage immer, die Waffen sind ja da, die Instrumente, die intellektuellen, die organisatorischen Werte der französischen Revolution, der amerikanischen Revolution, die sind ja da. Wir müssen ja gar nichts erfinden, wir sind im Widerstandskampf gegen den Dschungel. Und der kann kommen. Ich sage, ich bin im Berner Oberland aufgewachsen. Ich sage es einmal, das ist nicht eine besonders glorreiche Region. Aber in der Kleinstadt Thun. Und da steht, hinter dem See, steht Eigenmönch, Jungfrau. Die Berge, ewig, wie Bretter vor dem Kopf. Ewig, die stehen da. Wenn mir zu dieser Zeit, also im Gymnasium, jemand gesagt hätte, die Demokratie in der Schweiz und so, die Demokratie, die verschwindet. Zu deinem Leben, das wirst du noch sehen. Das geht vorbei, fertig. Ich hätte gedacht, der spinnt, das war ein absurder Gedanke. Heute ist das virtuell, ist das eine plausible Hypothese. Ist es eine plausible Hypothese, wenn dieser Raubtierkapitalismus weiterhin wütet und seine Eigendynamik entwickelt, dann müssen wir gar nicht mehr von den 122 Entwicklungsländern in der südlichen Hemisphäre und den Zuständen da reden. Das wird hier passieren. Das wird hier passieren. Und deshalb ist der Aufstand des Gewissens also so wichtig. Jetzt, weil es dann bald einmal zu spät ist. Aber gerade diese Verbindung von Politik und Moral, über die wir sprechen, und die ja auch im Titel des Buchs drinsteckt, das Imperium der Schande, diese Franklin-Formulierung, Power of Shame, gerade das ist ja natürlich etwas, was die herrschende neoliberale Theorie als ganz besonders absurd, respektive lächerlich betrachtet. Ja, genau. Sie betrachten das als lächerlich. Ich weiß nicht, warum der Brabeck so frei geredet hat mit dem Wagenbacher. Das hat mit Kärnten zu tun, wissen Sie. Als ich diesen Film, die kommen beide aus Kärnten, als ich diesen Film gesehen habe, das kann ja nicht sein, ich habe ja nicht gewusst, was der Brabeck sagt. Der hat da, dann habe ich den Wagenbacher gefragt, wie hast du das gemacht, all diese Barrieren und diese Leibwächter und all das. Nee, ich habe dem telefoniert und habe gesagt, in Villach, wir haben einen gemeinsamen Freund da und so. Und dann habe ich gesagt, kommen Sie doch mal vorbei und so und so. Und dann hat er gefilmt. Und da sagt der Brabeck zum Beispiel, also Wasser muss privatisiert werden auf der Welt. Das muss privatisiert werden. Es gibt, sagt er noch weiter, es gibt keine freien Güter. Das kann es ja nicht geben auf der Welt, freie Güter. Und warum muss das privatisiert werden? Ja, er sagt ja nicht, damit die Bilanzsumme von Nestle hochschnellt. Das denkt er dazu natürlich. Aber wer sagt wörtlich, nur wenn etwas kostet, sehen die Menschen, dass es wertvoll ist und tragen Sorge dazu. Und jetzt kommt ja die Wasserknappheit auf der ganzen Welt. Also 2,2 Milliarden Menschen haben keinen regulären Zugang zum Wasser. Die Weltgesundheitsorganisation gibt die Diarrhee-Zahlen heraus für Kleinkinder unter 5 Jahren und so weiter. 20 oder 25 Millionen Menschen, die sterben am verdreckten Wasser und so weiter und so weiter. Und der Brabeck sagt, ja, ich bin, also implizit, ich bin ein Freund der Menschheit. Ich will die Quellen kaufen. Ja, die meisten Städte der dritten Welt sind ja so verschuldet, dass das Letzte, was sie noch verkaufen können, ist die Wasserversorgung. Ich kaufe mir das zusammen, ne? Aber das tue ich, um den Menschen zu dienen, weil dann wissen sie, wenn sie bezahlen müssen, dass das Wasser eben ein wertvolles Gut ist. Das sagt er so total frei, total entspannt. Ja. Ist ein netter Mensch dazu noch, er scheint jedenfalls so braungebrannt, Alpinist und Helikopterpilot. Sagt das so und so, jetzt nehmen wir denen noch das Wasser weg und dann bezahlen die und Schluss. Und in Lima zahlt man in den Barriadas etwa 5-mal so viel wie die Wasserkonzession, wo es nämlich funktioniert, der Hang. Da müssen sie von den Camions kaufen, wenn sie in Lima sind, das habe ich kürzlich gesehen, die Barriadas, wo 3/4 der Bevölkerung, der 3,8 Millionen Menschen leben, in diesen Kanisterstädten, da kommen die Camions vorbei.
also Privatunternehmen, und dann muss man Soles, in Soles, das ist die Landeswährung, so und so viel, ich habe es aufgeschrieben, ich weiß nicht, ganz nicht auswendig, so und so viel Soles bezahlen für einen Kübel Wasser. Und auf dem Hügel rundherum, wo die Luxusquartiere sind, da läuft der Wasserhahn, da gibt es noch, verstehen Sie, also das ist das Ganze, von was reden wir, sagt die. Nein, von Brabeck, ich will nicht über, den, ja. über Abwesende reden, aber wenn Sie den Film sehen können, das lohnt sich, den zu sehen. Letzte Frage. Ja. Ja. Das Engagement von motivierten Christen in dem Zusammenhang für mehr Gerechtigkeit in der Welt. Mir ist die Frage jetzt deswegen auch in den Sinn gekommen, weil ich dem Buch entnommen habe, das, aber das ist wieder eine andere Geschichte, dass Nestle an seine führenden Mitarbeiter Bibeln verteilt. Jawohl. Aber das ist ein anderer Aspekt des Themas. Ich Marketing, meine aber jetzt ganz ernst, das Engagement von Christen für mehr Gerechtigkeit in dieser Welt. Gehört das zu diesem Hoffnungsspektrum dazu? Ist das ein Faktor? Also ich bin nicht sehr religiös veranlagt. Ich glaube an die Vorsehung, ich glaube an Gott, das ist eine andere Sache. Aber das Problem, also ich bin, man kann, ich weiß nicht mal, wie man das machen kann, wenn man nicht an Gott glaubt, also wie man das, wie man überleben kann. Aber so für Kirchen und so bin ich nicht so zu haben. Nein, ich spreche ich von den Dritte Weltorganisationen. Ich finde also, was in den Kirchen passiert, nicht so in der kalvinistischen, aber in der katholischen Kirche zum Beispiel, das ist hochinteressant. Hochinteressant. Ich komme zurück auf Guatemala zum Beispiel. Das Land hat jeden Sonderberichterstatter ausgeschlossen. Also sie haben 30 Jahre Krieg geführt, gefoltert, massakriert und so weiter. Ich war der Erste, der da kommen konnte. Also Recht auf Nahrung. Stellen Sie sich das vor. Als die Hochkommissarin den Brief erhalten hat, hat sie gesagt, ist das dein Onkel, der Oskar Berg, der Staatspräsident? Oder wie kommt das? Der Sonderberichterstatter Recht auf Nahrung wird eingeladen nach Guatemala. Gut. Und in dieser fürchterlichen Situation, und das kommt daher, dass der Eduardo Stein, der Vizepräsident, ist ein Jesuit, ein ehemaliger Jesuit, also jetzt im Ausstand, dass 5, 6 seiner Mitbrüder entweder erschossen, zu Tode gefoltert worden sind, 2 waren Guerillakommandanten in der UNG, in der Widerstandsorganisation. Und diese Jesuiten zum Beispiel und dieser Eduardo Stein, das sind gläubige Christen, Nietzsche hat immer gesagt, wenn die Christen an Gott glauben würden, dann würde man das merken. Ja, verstehen Sie? Aber hin und wieder merkt man es. Hin und wieder merkt man es. Also der lebt nach dem Evangelium, jetzt ist der Vizepräsident, seine wichtige, wie Premierminister in Guatemala. Und sagt jetzt diese Ziege, er hat etwas gelesen von mir in der spanischen Übersetzung, gesagt, der kommt, den kann ich brauchen, glaube ich, hat er gedacht. Ja. Der macht dann einen Bericht und den kann ich dann und so weiter. Mein Latifundisten unterschieden. Das ist ganz konkret. Da passiert etwas. Ich meine, in den Kirchen heute, wahrscheinlich nicht im Vatikan, aber das ist ja ein Friedhof, das ist nicht in diesen Bürokratien, aber in den Gemeinden und so. Bei den Priestern, bei den Ordensleuten, bei den gläubigen Menschen. Da ist Unglaubliches im Gang. Wenn ich an Porto Alegre denke, wenn ich an Caracas wieder denke und so weiter, jetzt gerade das. In Porto Alegre war jetzt der Weltkirchenrat, kam zusammen im Februar, ja, Weltkirchenrat zusammen, hat eine Wasserresolution verabschiedet. Unglaublich. Ein Wasser ist gemeinsames Gut, darf nicht privatisiert werden, nirgendwo auf der Welt. Immerhin. Ich meine, das ist, und dafür setzt sich der Weltkirchenrat ein und so weiter und so weiter. Da bin ich wirklich sehr voller Hoffnung für. Also, wir das wollen, sind. Und wir wollen in dem Zusammenhang vergessen, dass Nestle offensichtlich auch an Gott glaubt. Warum? Ah, mit der Bibel. Also, indem sie Bibel verteilen. Das ist Marketing. Also, jetzt ist das. Wer von Ihnen sich am Gespräch beteiligen will, es gibt Mikros. Es gibt nur eine Bitte: knappe Fragen. Keine Referate,
keine Grundsatzerklärungen. Fragen an Jean Ziegler. Unter dich? Bitte sehr. Moment, Mikro kommt schon. Danke sehr. Mein Name ist Petra Bayer. Ich bin die entwicklungspolitische Sprecherin der Sozialdemokratischen Partei im österreichischen Nationalrat. Ja. Und Sie bringen es sehr auf den Punkt, wenn Sie sagen, dass der Raubtierkapitalismus den Wirtschaftsinteressen unheimlich viel Macht einräumt, aber Menschenrechten, Frauenrechten, Sozialrechten, ökologischen sehr wenigen. Jetzt ist es neben den Bretton Woods-Institutionen ja auch die WTO, die darüber entscheidet, wer gewinnt und wer verliert. Und es gewinnt halt immer die Wirtschaft, es gewinnt immer der Kapitalismus. Und Sie haben den UNO-Menschenrechtsrat als neue Institution gepriesen. Und ich würde gerne von Ihnen eine Einschätzung haben, ist das die Organisation, die sich mit einer Zivilgesellschaft im Rücken wirklich entgegenstellen kann an der WTO und den Klassenkampf führen kann und den Umbruch machen kann, der notwendig wäre? Das ist eine sehr interessante Frage. Sartre hat immer gesagt, le monde est devenu illisible. Heute ist die Welt unleserlich geworden. Man kann nicht sagen, da ist die historische Kraft, da. Sehen Sie, mit dir muss man sich identifizieren. Ich war noch in einer Zeit aufgewachsen, ich war in der kommunistischen Jugendbewegung und so weiter, war sonnenklar, wenn man Gerechtigkeit, Solidarität und so weiter, ja, sein Leben in diese Bahn lenken wollte, dann musste man in die und die Organisation eintreten. Fertig, Schluss. Das ist, glaube ich, vorbei. Also die Illisibilität der Realität ist sehr, sehr groß geworden. Plötzlich sieht man Kausalitäten, dann verstehen wir, was Peter Hümer vorhin gesagt hat, dass die plötzlich kommt eine Kraft, dann geht es wieder. Jetzt, der Menschenrechtsrat. Ich will schnell ganz kurz die Geschichte sagen. Sie wissen, dass merkwürdigerweise, als die UNO gegründet wurde, also in einer vom Faschismus zertrümmerten Welt, die UNO gegründet wurde, war zwar we the people of the United Nations, also das war wir, die Völker der Vereinten Nationen, das ist das Vorwort, nicht wir die Staaten, sondern wir die Völker der Vereinten Nationen beschließen. Die Charta, das kollektive Sicherheitssystem, die Schiedsgerichtbarkeit der Konflikte und so weiter, die Charta wurde rasch angenommen, vor 61 Jahren in Indien. Aber über die Menschenrechte konnten sich die 53 Nationen, die da waren, man musste Nazi-Deutschland den Krieg erklärt haben vor dem 8. Mai 1945, um eingeladen zu werden zur Gründerversammlung. Also das waren, und heute sind es 191. Die Gründernationen haben sich komisch, merkwürdigerweise nicht einigen können über die Menschenrechte. Über die Menschenrechte. Haben dann eine Kommission eingesetzt, die dann beauftragt wurde, die universelle Menschenrechtsdeklaration und so weiter auszuarbeiten. 3 Jahre später, gut, jetzt gibt es 2 Dokumente. In dieser universellen Menschenrechtskommission gab es 2 Persönlichkeiten, die dominierten. Das war Eleanor Roosevelt und das war Gassin, der Völkerrechtsprofessor aus Paris. Und deshalb ist die universelle Deklaration fast rein auf die zivilen und politischen Rechte ausgerichtet. Und die sozialen und wirtschaftlichen Rechte, darüber wird praktisch geschwiegen, weil die kommt aus der amerikanischen, der französischen heraus. Es gab zwar einen Dialog, den habe ich schon hier, die kommunistischen Länder, sehr stark damals, haben gesagt, zuerst die sozialen und wirtschaftlichen Rechte, dann kann man über politische Rechte reden. Bertolt Brecht hat geschrieben, ein Wahlzettel macht den Hungrigen nicht satt. Also da gab es diese Dichotomie. Und den Dialog, den ich im Buch da kurz zitiert habe, der also authentisch ist, der Botschafter von Großbritannien sagt, wir wollen freie Menschen und keine wohlgenährten Sklaven. Und der sowjetische Botschafter antwortet, auch freie Menschen können am Hunger sterben. Gut, also dann gab es die Eiszeit. Gab es die Eiszeit in dieser Debatte. Dann brach die Sowjetunion zusammen, im 91. Und der kluge Boutros Ghali, der Kopte aus Ägypten, der hat sofort, also sofort für UNO,
sofort. 93, zwei Jahre später, in Wien, da ist es passiert, in Wien, die erste universelle Menschenrechtskonvention einberufen, 93. Und dort wurden die wirtschaftlichen und sozialen Rechte proklamiert. Als indivisible, universell et interdépendant, als universal, untrennbar und interdependent mit den politischen Rechten. Die Vereinigten Staaten haben die Schlussdeklaration nicht unterschrieben, aber also von da an gab es dieses Gebäude mit den Wirtschaftsunternehmen und so weiter. Gut. Jetzt kommt dieser Menschenrechtsrat, der zum ersten Mal, weil die Kommission jetzt weg ist, zum ersten Mal tatsächlich Möglichkeiten hat, weil er an den Sicherheitsrat geraten kann, direkt, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt, irgendeines der Menschenrechte im Südsudan, im Westsudan und so weiter. Und der Sicherheitsrat ist ja das einzige Organ der UNO, das oberste Organ, das Kriegsrecht hat, das Krieg erklären kann, also das Weltheer einberufen kann, Kriege erklären kann und Kriege legitimieren kann, die andere machen und so weiter und so weiter. Jetzt sagen Sie mir, ist das nicht ein unglaubliches Instrument? Also Sie haben recht, aber es ist immer nur noch, wir sind immer noch im Überbau. Verstehen Sie, wir sind im Überbau. Die Amerikaner, die Regierung jetzt, die foltern bis zum Tod. Foltern bis zum Tod. Jeder von uns kann auf irgendeinem Flugplatz aufgrund der Exekutivorder vom 18. Dezember 2002 verhaftet werden, weggenommen werden, irgendwo in ein Flugzeug, in ein Geheimgefängnis, wenn er unter Terrorverdacht steht. Das kann jedem passieren. In Schwechat, in Cointrin, in Charles de Gaulle, auf jedem Flugplatz der Welt kann Ihnen das passieren. Also, totale Rechtslosigkeit, Rückfall in die Barbarei mit dem Problem, also mit der Begründung Terrorismus, kann es keinen Rechtsstaat geben, es gibt Ausnahmezustand und so weiter und so weiter. Und es gibt jetzt diesen Menschenrechtsrat. Was kann der tun? Er kann nur die normative Weltsicht befördern durch seine Debatten, durch die Presse, die da rapportiert und so weiter und so weiter. Es gibt einen großartigen Sonderberichterstatter für Folter. Das ist der Manfred Novak, österreichischer Universitätsprofessor. Ganz großartig. Der hat, ich kenne den von nahe, gekämpft, nach Guantanamo hereinzukommen. Und schließlich im letzten Oktober, ich war die letzte Sitzung in New York, haben die Amerikaner gesagt, ja, er kann herein, aber er darf mit niemandem reden. Dann hat er natürlich, er hat es fertiggebracht, in China, in den Arbeits- und Konzentrationslagern zu recherchieren mit seinen Leuten. Guantanamo nicht. Also, jetzt kann man halbes Glas voll, oder ja, kann man sagen, das ist ja rein superstrukturell, das ist im Symbolischen dieser Menschenrechtsrat. Was nützt denn das? Nützt ja nichts. Oder man kann sagen, nein, da entstehen Waffen, die einmal dann effizient werden, wenn die öffentliche Meinung hinter diesen Analysen, hinter diesen Denationen steht, wenn die öffentlich ins Kollektivbewusstsein eindringen, dann wird die Stellung der Folterer immer unhaltbar. Heute sind sie triumphierend. Das Schlimme bei den amerikanischen Folterknechten ist nicht, also wenn man deren Opfer ist, ist es natürlich fürchterlich, aber das Schlimme ist, dass wir alle in der Menschenrechtsbewegung, Hochkommissariat, Sonderberichterstatter und so weiter, der Novak, der kann nach Libyen gehen, der kann nach Simbabwe gehen, zu den Chinesen gehen und sagen, also das geht nicht und die Konvention hat ihn unterschrieben und Inhuman Treatment und tak, es gibt einen ganzen Katalog, wo man, und die sagen, ja bitte, haben Sie das schon einmal den Amerikanern gesagt? Warum sollen wir jetzt, nur weil wir von der dritten Welt sind, diese Methoden nicht anwenden dürfen und die christliche Nation, God's own country, darf die anwenden? Warum denn nicht? Das heißt, das Schlimme ist in dieser Situation, dass die Wasserlinie der Zivilisation sinkt.
Das ist fürchterlich. Und jetzt vielleicht mit dem Menschenrechtsrat gelingt es, das öffentliche Bewusstsein zu stärken für das, was wünschbar ist und was total unakzeptabel ist. Aber das hängt von Ihnen im Parlament sehr stark ab, von der Außenpolitik, die Sie machen, ob die offensiv ist oder ob die Amerika-hörig ist und so weiter. Aber die Waffen sind da. Aber wir erinnern uns zum Beispiel, wie die Sowjetunion 1975 in Helsinki den Menschenrechtskorb vollständig unterschätzt hat und welche explosive Wirkungen die Menschenrechtsvereinbarung von Helsinki für das sowjetische Imperium insgesamt gehabt hat. Genau. Die Charta 77 ist unmittelbar danach entstanden. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Helsinki ist ein sehr gutes Beispiel. Bitte sehr. Da war eine, da, ja, nein, hier ein Herr in der ersten Reihe. Die Dame, Entschuldigung. Ja, die. Misogyn. Bitte, ja. Herr Ziegler, ich möchte anknüpfen an Ihre Bemerkung über die sozialistische Internationale, die es ja bedauerlicherweise de facto wirklich nicht mehr gibt. Was halten Sie von den europäischen Sozialdemokraten, und damit meine ich jene, die im Europäischen Parlament vertreten sind, könnten die eine etwas bessere Rolle spielen im Kampf gegen die, wie Sie so schön formuliert, Gier auf der Welt? Und eine Zusatzfrage, was halten Sie von Initiativen wie Fair Trades? Denn Sie haben eigentlich die OECD-Staaten schon ein bisschen weggewischt bei der Förderung der Landwirtschaft in der dritten Welt. Aber ich denke, Initiativen wie Fair Trade zielen doch ein bisschen darauf ab, auch die Landwirtschaft der Entwicklungsländer ein bisschen besser auf den entwickelten Märkten ins Spiel zu bringen. Danke. Gut, danke. Also EU... Sehr gut. Sozialdemokraten. Also es gibt ja, das wissen Sie alle, es gibt die nationalen sozialdemokratischen Parteien, die Mitglied sind der Sozialistischen Internationale. In einigen Ländern, in Belgien, in Italien, in Brasilien und so weiter, gibt es zwei oder drei nationale Parteien, die Mitglied sind und so weiter. Und jetzt gibt es in Europa die europäischen Sozialisten, die haben einen riesen Palast in einer riesen Bürokratie in Brüssel. Das ist eine Partei, ich weiß nicht, wie das ist, wenn Sie österreichischer Sozialdemokrat sind, zahlen Sie Mitglied, Ding, und dann geht ein Teil geht nach London, geht über Ding. Aber wie ist das bei den europäischen Sozialdemokraten? Das ist eine eigene Partei neben den nationalen Parteien, währenddem die Internationale ist ein Dachorganisation der Föderation der nationalen Parteien. Diese europäischen Sozialdemokraten sind sehr stark. Die sind die zweitstärkste Fraktion im Europaparlament. Die hatten die Mehrheit der Kommissare vor der Erweiterung. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Die sind sehr stark. Und die sind ein Fluch für die Sozialdemokratie. Die sind ein Fluch. Weil das ist, was verstehe ich auch in der Wirtschaftskrise, Entschuldigung, Genossin, wenn ich das so sage, ich sage es rein individuell, wissen Sie, die rein subjektiv. Weil die machen Interessenpolitik, reine, komplette Interessenpolitik, also berechtigte. Wie soll man das Stimmverhalten im Parlament abstimmen, damit man möglichst effizient ist? Die Personalpolitik in dieser Riesenbürokratie, Luxusbürokratie, da in die Personalentscheide zusammen aushandeln und so weiter. Und von der transkontinentalen Solidarität kein Wort. Kein Wort. Ich habe also, es gibt ja jenseits der EU gibt es die ACP, die Versammlung Afrika, Karaib, Pazifik, also die wo konsultative Versammlung, also ein Teil des Europaparlaments, wir gewählt in das Parlament, sind Sie auch dabei? Nein, ACP, das Parlament der afrikanisch-karibischen, pazifischen Staaten, die organisch verbunden sind mit der EU.
über das Parlament. Und da haben wir versucht, in der Baumwollkrise, soll ich da ins Detail gehen, die europäischen Sozialdemokraten zu motivieren. Und das gelang überhaupt nicht. Die haben gesagt, die geht nach London, der Ayala kann das tun, also der im Maritime House ist der Generalsekretär Sozialistische Internationale, unter Willy Brandt war die Hauptaufgabe, wurde auch gemacht, der Sozialistischen Internationale die Universalität, das heißt Demokratie, soziale Demokratie zu verbreiten über die Welt, die Menschen zu stützen. Als der Frankismus zusammenbrach, als der Felipe González und der Mario Soares, den hätte es nie gegeben ohne die Sozialistische Internationale, ohne die Millionen der Sozialistischen Internationale, über die Gewerkschaften, über die Ebert-Stiftung, über die Menschen, also die Parteiführung hier in die SPÖ und so weiter. Es hätte keine Zeitungen gegeben, es hätte keine Gewerkschaftsapparat geben können, es hätte keine erfolgreichen Wahlen geben können. Das war die Internationale. Ich mag mich genau erinnern, der Willy Brandt hatte keine Ahnung von der Dritten Welt. Das war die Generation. Aber schade ist niemand, also der Peter Jankovic könnte das bezeugen. Morgen ist wir sind immer eingeschlossen gewesen, bei diesem Büro sind in Tokio, alle eingeschlossen in einem Büro, in einem Hotel, wo wegen dem Schutz, nicht wegen uns, sondern wegen den Leuten, die da waren, die großen, wichtigen. Und wir haben über Nicaragua und Salvador geredet. Und ich glaube, es war der Pierre Jorif, Freund von Palme, der internationale Sekretär damals der schwedischen Partei, und hat dem Willy Brandt am Frühstückstisch, ich saß daneben als kleiner einfach Zuhörer, erklärt, wie gefoltert wird in Salvador. Wie diese Bataillon Alpha mit den amerikanischen Beratern und so weiter, wie die gefoltert wird. Und dann hat der Willy Brandt plötzlich gesagt, ja, aber das sind ja Nazis. Dann hat er schon gesagt, ja, das sind Nazis. Dann hat er eine aktive Mittelamerika-Politik gemacht. Als der Reagan Bloomfield Granada, Managua bombardieren wollte, also die Invasion machen, zuerst bombardieren, ist der Willy Brandt persönlich mit ein paar anderen, aber ganz persönlich, nach Washington gereist und gesagt, wenn ihr das macht, ihr, die Reagan-Administration, dann werdet ihr etwas erleben in den Straßen von Europa. Dann werdet ihr etwas erleben in den Straßen von Europa. Versteht ihr? Diese total moralische, nicht pathetisch oder rhetorisch verzierte, diese Solidarität, die hat es gegeben. Und das ist vorbei. Das ist total, komplett, absolut, nicht nur vorbei, sondern total vergessen. Ich sage nicht bei Einzelnen, ich sage im Apparat. Das sind die europäischen Sozialdemokraten, wie kann man und so weiter. Zweite Frage war Fairtrade. Das ist gut. Also ich kann nicht mehr sagen. Gut. Das ist die Genossenschaft. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit noch eine Frage. Ja, ich versuche mich kurz zu halten. Ich bin Kulturschaffende, mein Name ist Eva Brenner. Ich hätte auch eine Frage zur Sozialdemokratie gehabt, aber das erübrigt sich hiermit zumindest teilweise. Ich habe eine Frage zur Frauenbewegung. Wie schätzen Sie die Rolle international der Frauenbewegung in ihrem jetzigen Zustand in der Zivilgesellschaft ein, weil es gibt ja sehr viele, auch namhafte, ich könnte sie hier erwähnen, auch in Österreich, Deutschland, Amerika, Indien, sehr viele Theoretikerinnen, Aktivistinnen, die einen ganz deutlichen Zusammenhang herstellen zwischen dem ungebändigten Kapitalismus, dem Neoliberalismus und einem weiterhin existierenden Patriarchat, also patriarchalen Strukturen, die heute nicht mehr hinterfragt werden. Frage 2, die Medien. Was zu beobachten ist, ich rede jetzt mal von Österreich, diese Veranstaltung hier ist von einer Stadtzeitung mit organisiert. Wir beobachten ein Schrumpfen der Medienlandschaft, eine Entdemokratisierung der Medien und auch bei linken, sogenannten linken, freien, progressiven, unabhängigen oder unabhängig sich nennenden Medien, die Bereitschaft der Komplizenschaft mit der Macht, das lässt sich nachweisen, auch an einer Ausdünnung der Pressefreiheit, an einer, sagen wir, an einer unterentwickelten
zivilgesellschaftlichen Berichterstattung, auch über basisdemokratische Bewegungen, auch kulturelle, ich selbst bin Kulturschaffende, beobachte diesen Prozess seit Jahrzehnten. Und das ist sicher europaweit zu beobachten. Wie kann die Pressefreiheit gewährleistet werden? Frauen und Pressefreiheit, das sind die zwei Aspekte. Also Sie haben ganz sicher recht, wenn Sie sagen, dass das Kolonialregime, unter dem die Frauen leiden, ich wiederhole, was meine Frau mir sagt, ja, dann das ist ein Problem der Menschenemanzipation, wie die Agrarreform in Brasilien, wie der Kampf gegen die Schuldknechtschaft, das ist einer der Aspekte der Menschwerdung des Menschen, also der Emanzipation, des Kampfes für die Emanzipation der Menschen, für eine menschenwürdige Gesellschaft, das ist ganz sicher. Jetzt sagen Sie mir, was spielen die Frauen für eine Rolle in der planetarischen Zivilgesellschaft? Ich glaube, da geht es gut. Also ich meine, es gibt, wenn ich kenne also ganz, Sie sicher auch, eine ganze Reihe von sehr einflussreichen Frauen, die theoretisch auch sehr, sehr gut sind und sehr großen Einfluss haben auf die Bewegung. Auf die Bewegung. Ich glaube, da gibt es Fortschritte. Aber ich bin absolut mit Ihnen total einverstanden. Die Dekolonisation, die Sozialdekolonisation der Frau. Ja? In der Schweiz verdienen Frauen 30, im Landesdurchschnitt 30% weniger als Männer. Und seit 12 Jahren gibt es einen Verfassungsartikel über die Gleichstellung. Punkt, fertig. Also dass die Dekolonisation, die interne Dekolonisation, Teil ist der universellen Emanzipationsbewegung, das ist absolut, haben Sie absolut recht. Jetzt die Medien. Herr Chefredaktor, Sie werden da antworten. Also Pressefreiheit fällt nicht vom Himmel und deshalb ist alle Errungenschaften, alle, darum bin ich auch so froh, dass in Frankreich jetzt der Villepin fällt herunter, der kommt hin und sagt den jungen Leuten, haben Sie vielleicht verfolgt, jetzt, ja, sagt, jetzt kommt CPE, also Contrat Premier Embauche, den Jungen, einer zwischen 25 und 28, wenn er eintritt in den Arbeitsprozess, gilt kein Kündigungsschutz mehr. Gilt kein Kündigungsschutz mehr. Und nach 2 Jahren wird geprüft, ob man ihn weiter beschäftigen will oder nicht. Und die Jungen in Frankreich, von den Sekundarschülern zu den Studenten, junge Arbeiter, die Gewerkschaften, sind jetzt auf der Straße. Und was nächsten Sonntag passiert, das werden Sie sehen. Die sind jetzt auf der Straße. Ich weiß nicht, ob der Chirac überlebt. Also politisch. Die sind jetzt auf der Straße und sagen, das wollen wir nicht. Wir sind keine Kleenex. Unsere Vorfahren haben für den Kündigungsschutz gekämpft. Wir wollen anständige Arbeit. Wir wollen uns einsetzen. Wir wollen Arbeiter, Lehrlinge sein. Aber wir wollen, dass die gleiche Arbeitsrechtsgesetzgebung muss gelten wie für jedermann. Wir wollen nicht die CPÖ haben. Die ganze Presse ist für die CPÖ. Sagt, ja, Contrat de Premier Embauche, das ist la solution. Dass dann werden die Unternehmer wahrscheinlich, wenn sie sicher sind, dass sie dem Jungen den wieder herauswerfen können, dann werden sie den anstellen auf Zeit, dass die Jugendarbeit zurückgeht. Die ganze Presse, praktisch, inklusive der Monde, das können Sie bestätigen, ist für Dominique Villepin, Premier Minister de France, für die Contrat de Premier Embauche. Und von Bordeaux bis Marseille, bis Lille, bis Paris sind die Straßen voll, schwarz, von aufständischen Jugendlichen, von Gewerkschaften und sagen, das wollen wir nicht. Also natürlich muss man kämpfen für Pressefreiheit, aber auch Presseallmacht gibt es nicht, weil der Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen. Darf ich zum Abschluss, weil du so kritisch und skeptisch bist, der Pablo Neruda, das war der Kampfgefährte von Salvador Allende. Und nach der Ermordung von Allende im September 11. September 1973, im Oktober, 5 Wochen später, ist er dann
gestorben. Und am Schluss des Canto General steht: Pueden cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. Unsere Feinde können alle Blumen abschneiden, aber nie werden sie den Frühling beherrschen. Das ist. Meine Damen und Herren, wir danken Jean Ziegler für diesen Abend. Ja, haben Sie gesehen. Ja. Das neue Buch haben Sie gesehen? Bitte? Das mit TH oder?